Malik, alles gut, Malik. Schau mal, Einmal. Flexer. Dieses Thema bezeugen. Warum bezeugst du, eine Frage, glaubst du daran, dass du ein Gehirn hast? Weißt du, dass du ein Gehirn hast? Ich weiß, dass ich ein Gehirn habe. Ja, wissenschaftlich wissen wir alle, dass wir Gehirne haben. Ja, Sehr richtig. Und das schön, haben wir ja auch sehr in der schön. Schule, das haben wir auch in der Schule gelernt. Ja, richtig. Sehr schön. Hast du dein Gehirn jemals gesehen? Nein, natürlich habe ich mein Gehirn niemals gesehen, aber laut Anatomie wissen wir ganz genau, dass wir ein Gehirn haben. Genau. Und Okay, sehr schön. da kann ich bezeugen, dass wir ein Gehirn haben. Ja, Ein richtig. EEG Okay, gemacht sehr wird, schön, Bruder. sehr Kannst du schön. das? Jetzt tut mir mal alle einen Gefallen und unterbricht mich nicht. Bitte, Flexer, sorgt dafür, dass man mich nicht unterbricht, okay? Ja, alles Schaut mal, gut. Leute. Flexer hat bezeugt, dass er ein Gehirn hat. Warum? Weil man die Effekte dieses funktionierenden Gehirn gesehen hat. Der Effekt von seinem Gehirn ist, dass er als Mensch interagieren kann, zum Beispiel, okay? So, und der Beweis dafür, dass es Gott gibt, ja, sind zum Beispiel die ganzen Atome, die wir haben. So, diese Du weißt ganzen schon, es Atome. gibt sowas wie MRT, das weißt du schon. Das ist das schlechteste Argument, was du je gebracht Eine hast. Sekunde, eine Sekunde, eine. Hör auf dem Chat. Flexer. Nein, was ich damit sagen will, ist, du glaubst daran, dass es jetzt zum Beispiel das Gehirn gibt aufgrund des Effektes, aufgrund den Beweisen, die wir heutzutage haben. Und ich Aber sage dir zum Beispiel, durch das Röntgen kann man doch das sehen, dass wir ein Gehirn richtig, haben. das Durch ist Röntgen, durch richtig, aber lass mich mal MRT. kurz. Also Ja, wie Digga, du kannst du bist sowas als Flexer. Darf ich Vergleich kurz nehmen? was dazu Und ich sagen? sage Was? dir, unterbrich mich nicht, Flexer. Unterbrich Malik, mich Bruder, nicht. darf ich kurz was sagen? Ganz kurz, dann darfst du Nein, weiterreden. Bruder, du wartest, bis ich fertig bin, dann darfst du was sagen. Mohammed hat ja gesagt, niemand kann Er sehen, macht weiter. was dein Geschlecht Flexer, ich gehe gleich im runter. Bauch ist, zum Beispiel. Ne? Und heutzutage können wir das Sehr ja lachhaft. sehen. Flexer, das ist eine Comedy-Show bei dir. Das ist besser als RTL 2. Es macht mehr Spaß, wenn du hier Babylon und Annas debattieren siehst, aber ja. Oh, Alles Anna. gut, alles gut. Aber ja, allgemein, dieses Thema, Anna, lass mich mal kurz verleugnen. ausholen. Ich stelle dir eine andere Frage, Flexer. Da kannst du nichts mit Röntgen sagen, okay? Nein, nein, Glaubst wir du an springen nicht vom Schwerkraft? Thema. Nein, 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 Nein. wir springen nicht, wir springen nicht vom Thema. Ich gebe dir ein anderes So, Beispiel, ein wir besseres. gehen, warte, lass mich zu Ende reden. So, dein Nein, Beispiel ich war gebe dir so ein besseres schlecht. Beispiel. Warte, 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 Dann warte, du lass ich wechselst dir ein das anderes Beispiel Beispiel geben. nicht. Warte, 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 ganz wichtig. Also, du hast gesagt, wie kann ich wissen, ob ich ein Gehirn habe? So, wenn du zum Arzt gehst und du hast vielleicht ein Problem im Gehirn, was machen die dann mit dir? So, darf ich jetzt ein anderes Beispiel bringen, weil du jetzt, Beantworte erstmal diese Frage. du kriegst einen RT. Guck mal, ich schenk Hey dir das. Mann, Bruder, du Guck hast mal, dich ich schenk selber dir schlafen das. geschickt. Nein, Bruder, du hast dich selber Bruder, schlafen geschickt. schau mal, ich gebe dir ein anderes Argument. Glaubst du an Schwerkraft? Hör mir mal zu. Hör auf zu lachen, du regst mich gerade voll Das auf. hat nichts mehr mit Glauben zu tun, Bruder. Das ist Philosophie. Lass das mal lieber. Guck mal. Nein, hör mir mal zu. Ich möchte Hör dich mir was mal zu. fragen, Das, Bruder. was ich Guck mal. hier. Ich möchte kurz was Bruder, fragen. aber ey, schmeiß Das dich hat runter, dann genau spiel ich die damit ganze zu Zeit rein. tun. Das hat genau damit zu tun, Bruder, mit dem Thema. Schau mal. La Mohammed haula hat wa la quwwata gesagt, illa billah. niemand wird wissen, ob es morgen regnet. Mohammed hat gesagt, niemand wird das Geschlecht eines Kindes im Bauch sehen können, außer Allah. Heute können wir das alles, zum Beispiel die Wetterfrösche können uns sagen, ob es morgen regnet, Ich zu weiß, ich weiß, ich 99%. weiß, ich Guck mal, wir weiß. können Geschlecht Das. eines Kindes ab dritte, vierte Habibi. Monat schon oder so längst Okay, schon Habibi. sehen. Also das, was Mohammed Habibi. gesagt hat, wurde alles widerlegt wissenschaftlich, Bruder. Geh mal auf Stumm, Bruder, geh mal auf Stumm und lass mich darauf antworten, Ach bitte. Geh mal lang. bitte auf Stumm, aber. Geh mal bitte auf Stumm und ich antworte dir gleich darauf, okay? Und bitte, Flexer, sorg dafür, dass jede Beleidigung gestummt wird, wie die respektlosen Sachen, wie Ja. Allah, der Wettermann. Bitte Leute, sorg ja genau, dafür. dann warte, warte, dann lass mich auch kurz was sagen. Also Leute, ich Nein, küsse doch Bruder, du eure hast die ganze Zeit Herzen. gesagt. Ja, warte doch. Leute, ich küsse doch eure Herzen, aber bitte, bitte, Leute, nicht beleidigen. Lasst uns in der Liebe bleiben. Ihr wisst genau, wir sind Christen und ihr wisst, wir müssen ein Vorbild sein, Leute, ne? Ganz, ganz wichtig, Leute. Okay? Ahsan, und an die Muslime, Ich ja, weiß, vergiss es nicht, ist, ich weiß, liebt Leute, eure es ist Feinde. lustig, aber genau, alles Ja, gut, du bist alles auf jeden gut. Fall ein guter Showman. Auf jeden Fall, Was schau hat mal, das mit Flexer. Showman zu tun? Das hat mit Showman nichts zu tun. Flexer, Flexer, lass mich Ich mal. bin wenigstens, guck mal, ich bin wenigstens wahrhaftig und sag den Leuten, hey Leute, lasst uns bitte respektvoll bleiben. Das machen deine Leute nicht. Ich mach das schon.
Kann ich was dafür, wenn manches, wenn kann ich, bin ich für Sunniten verantwortlich oder was? Ich meine nur, ich sag ja nur. Also gut, du kannst alles ruhig gut, reden. Ist alles gut, zu. Dann lass mich mal bitte weiterreden. Schau mal, wir reden jetzt darüber, den Beweis für Allah subhanahu wa ta'ala, richtig? Du willst jetzt wir hören wissen, dir was sehr gut mein zu. Beweis ist, was mein Beweis ist, warum ich bezeuge, dass es Allah gibt, richtig? Ja, dann bezeug mal, wir hören dir gut zu. Okay. Ich, mein Grund, warum ich bezeuge, dass Allah der einzig wahre Gott ist, ist wegen, wenn ich jetzt zum Beispiel. Oder nee, lass mich jetzt dir erstmal dieses Beispiel mit dem Flexer und da kannst du nicht okay. weggehen. Dieses Beispiel, da kannst du nicht weggehen, da habe ich dich, okay? Schau mal. Warte, bis, wenn du fertig bist mit Lachen. Bist du fertig? Alles gut? Yeah, bei dir? Yeah. I'm fine, I'm okay. fine. So, listen, okay? Auf sehen. Was? Habt ihr gesehen? Er war kurz Brain AFK. Kannst du. Nein, ich höre dir zu, Bezeugst du, dass es Schwerkraft gibt? Bruder, komm nicht mit solchen Beispielen. Nenn mir bitte. Nein, du jetzt habe ich dich. Guck mal, Flexer. Flexer, jetzt habe ich dich. Bezeugst du, dass es Schwerkraft gibt? Bruder, komm mit einem anderen Beispiel, weil das, was du gerade nennst, das ist für mich kein Beispiel. Nein, schaut mal, Leute. Was hat das mit diesem Beispiel zu tun? Nein, was hat du das mit diesem sehen, Beispiel worauf zu tun? Ich hinaus will. Guck mal, du weißt ganz, du wirst sehen, worauf ich hinaus will. Okay, Schwerkraft und weiter. Okay, glaubst du, bezeugst du, dass es Schwerkraft gibt? Bist du das ist doch bewiesen, es ist bewiesen, ja. Okay, also glaubst du daran? Okay, Schwerkraft ist eine Tatsache, existiert. Auf jeden Fall. Ist eine Tatsache, sehr schön. Warum? Weil wir die Effekte gesehen haben, die Schwerkraft verursacht, richtig? Allah, Azzawajal. Schau mal, jetzt sehen wir, jetzt hört mal alle ganz genau zu, Leute. Wir sehen, dass die Schwerkraft, die dafür sorgt, dass jetzt zum Beispiel wir an die Erde angezogen werden. So, das ist ein Effekt. Das ist ein Effekt dieser Tatsache. Weil diese Sache existiert, werden wir an die Erde herangezogen. So, und deswegen sehen, kannst du bezeugen, dass du Allah gesehen hast, sei leise, oder wie? Flexer, bitte. Flexer, sei leise okay. und unterbrich mich nicht. Okay. Jetzt sei leise. Okay. So. Und wir sehen, dass es einen Schöpfer geben muss. Warum? Aus dem Grund, weil nichts aus nichts entstehen kann. Versteht ihr? Allah. Wie die Atheisten das sagen. Okay. Guck mal, wenn du weiter diesen Masra da machst. Also, guck mal, ich muss dir ganz kurz was sagen. Ganz kurz, bitte. Du musst mir gut zuhören, okay? Also, du hast dir eine Aussage. Warte kurz. Atheist, Bruder, ja? Warte, nein. Bitte hör mir zu. Du hast gerade eine Aussage getätigt. Also, Leute, hört gut zu. Du willst mir sagen, also. Künstliche Schwerkraft gibt es bisher lediglich in der Theorie, mein Freund. Also willst du mir sagen, dass Allah eine Theorie ist? Nein, ich möchte nicht sagen, dass Allah eine Theorie ist. Okay, Flexer, wenn du weiter so hin so lachst, nein, so kindisch lachst, dann nein, geh ich runter. Das ist nicht böse. Nein, das ist nicht nein, böse nein, gemeint. Ja, wenn es nicht böse gemeint ist, dann mach kein Kindergarten hier, okay? Schaut mal. Ja, aber guck mal, du hast gerade eben was gesagt und ich habe dir darauf eine perfekte Flexer, Antwort Flexer, gegeben. Flexer. Hör mir mal bitte zu. Ja. Das, worüber du gerade redest, ist die empirische Beweisgrundlage. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Was empirisch. Oder du hast die gerade selber weggeschossen. Hab ich nicht, was redest du? Schau mal, hör mir mal zu. Eine Bruder, empirische Bruder, guck mal, ich erkläre es dir nochmal. Nein, sei leise. Du kannst gleich reden. Versprochen. Du kannst gleich reden. Warte, du kannst gleich reden. Versprochen. Eine künstliche Schwerkraft gibt es bisher nur in der Theorie, mein Freund. Und du hast jetzt Allah hingestellt, als wäre Allah eine Theorie. Das hast du selber. Hör auf, meine Wörter umzudrehen und lass mich reden. Okay. Okay. Das, was ich gesagt habe, schaut mal, Leute. Das, was ich gesagt habe, ist die Beweisgrundlage. Die Beweisgrundlage, dass es Schwerkraft gibt, ist empirisch. Versteht ihr? Mhm. An diejenigen, die nicht wissen, was empirisch ist, es ist eine Beweisgrundlage.
Ich weiß nicht, ob der Begriff empirisch und a priori euch etwas sagt. A priori ist jetzt zum Beispiel, dass du etwas durch eine Theorie beweisen kannst. So, Also dass du Calimero sie, sagt, dass du das heißt etwas empirisch. empirisch, empirisch. Okay, So. empirisch. Okay. Schau mal. Die empirische Beweisgrundlage ist etwas, was du mit Beweisen kannst. Verstehst du? Und a priori ist etwas, was du durch zum Beispiel Effekten, also wenn du jetzt zum Beispiel durch Effekte, durch Wirkungen schließen kannst, verstehst du? Ich sehe zum Beispiel, dass jetzt ein Feuer angegangen ist. So. Meine a priori, also meine theoretische Beweisgrundlage in der Theorie ist a priori, indem ich Sachen, die logisch sind, miteinander abgleiche und sage, okay, das ist ein Beweis für mich, eine Beweisgrundlage. Und so habe ich Also, du den hast Beweis gerade eben geschrieben. eine Ich habe Aussage. nicht gesagt, dass Okay, Allah theoretisch, guck mal. warte. Du hast jetzt schon wieder eine Aussage getätigt. Ich habe dich jetzt reden lassen. Bitte lass mich kurz reden. Ja, Also, wenn man bitteschön. ein Feuerzeug anmacht, etc., kannst du sozusagen bezeugen, dass dieses Feuerzeug angegangen ist. So, willst du mir jetzt sagen, du hast gesehen, dass Allah ein Feuerzeug angezündet hat und somit kannst du dann bezeugen, dass du ihn gesehen hast? Bruder, du knockst Nein, dich nein, selber die anders. ganze Zeit Anders, anders, aus. anders. Anders, sehr schön. Sehr schön, Flexer, sehr schön. Du hast eine gute Vorlage gegeben. Du hast eine Okay. sehr schöne Vorlage. Flexer, jetzt hör mir zu und hör auf zu lachen. Wenn du Alles weiterlachst, gehe ich runter. Eigentor, Bruder. Nee, nee, eine Okay. Sekunde. Flexer hat sich gerade das Eigentor gegeben. Jetzt Nein, hört mal alle zu, nein. Leute. Bruder, Malik, ne? Bei allem Respekt, guck mal, es ist schön, dass du dich Digga, gebildet hast Pavlos, hör auf oder zu wie auch lachen da immer unten, oder ja? Hör bilden auf zu willst, lachen da ne? unten, Pavlos, Aber ja? Bildung ist gegen Islam. Du darfst nicht philosophieren und Doch, Wissenschaft doch, doch, einziehen in doch, den doch, doch. Glauben, Also das jetzt ist sei mal kurz gegen leise. Islam, Sei oder? leise, du hast keine Ahnung vom Islam, du hast keine Ahnung Guck vom mal, du Islam. sagst zu Flex, rede vernünftig und du sagst nicht zu mir, sei leise. Hast du verstanden? Ja, Guck bleibt mal, respektvoll, bitte, dann ja. unterbrich mich Bitte, nicht bei bleibt diesem respektvoll, ja. respektlosen. Dann unterbrich mich nicht und sei bitte respektvoll Ja, aber als das und hör auf, mir du Sachen hältst hier keinen unterzujubeln, die gar Vortrag nicht an stimmen. der Uni, mein Freund. Es ist eine Diskussion. Du hältst keine Vorträge hier. Ja, aber dann Okay, bist du bleibt respektvoll. respektvoll, Freie. bitte, ja. Bitte, Eine Leute, bleibt Sekunde, eine respektvoll. Sekunde. Dann lass mich kurz eine Sache sagen. Dann lass mich kurz Ja, eine Sache ja. sagen, weil Flexer, du hast dir gerade denselben Knockout gegeben. Du hast Okay. gesagt, ich kann bezeugen, dass es. Guck mal, wenn du schon so redest, dann weiß ich ganz genau, dass du es nicht ernst nimmst, Flexer. Doch, Wenn du ich nehme sagst, das ernst. Es tut mir ja, leid. Es tut mir dann hör mir leid. zu. Dann hör mir zu und sei Es tut mir leid. respektvoll. Okay. Wenn du wirklich jeden Menschen liebst. So. Du hast gesagt, du bezeugst, dass dieses Feuerzeug dafür gesorgt hat, dass jetzt zum Beispiel das Feuer entstanden ist, aus dem Grund, weil du ja den Effekt gesehen hast, weil du gesehen hast, dass das Feuerzeug angegangen ist. So. Sehr schön. Und ich sage dir, es muss einen Gott geben, weil das alles nicht ohne einen Gott existieren kann. Was denn zum Beispiel? Die Welt, das Universum. Das Universum, Ja, jedes einzelne aber. Atom ist ein Beweis für Gott. Nein, du hast ja gerade eben eine Aussage schon wieder getätigt, aber ich lasse dich kurz weiterreden, weil du hast die Aussage gebracht, ja, wenn man ein Feuerzeug anzündet, ja, dann bezeugt man ja, dass man dieses Feuer ja gesehen hat, richtig? Ja, das ist das, was du Dann kann vorhin man gesagt hast. bezeugen, So, dass man dieses und Feuer, dass dieses Feuer richtig, aber lass mich reden, lass mich existiert. kurz reden. Genau, dass dieses Feuer existiert. So, willst du damit jetzt sagen, Allah hat jetzt ein Feuerzeug angezündet, so, und deswegen kannst du es Nein, bezeugen? das will ich nicht sagen. Hör auf, meine Wörter Aber umzudrehen. Hör auf, meine Wörter nein, umzudrehen. ich dreh keine Wörter, das ist nur der Doch, Beispiel. das tust du. Das, was ich dir gesagt habe, ist ein Vergleich, kein Beispiel. Kennst du den Unterschied zwischen Vergleich und Beispiel? Ja, aber du sollst mal sagen, warum du bezeugst, weil du hast ja Allah nie gesehen. Und ich bezeuge dir, guck mal, ich bezeuge dir aus dem Grund, warum es Allah gibt, und Okay. zwar, weil Ja. ich gesehen habe, was für ein Universum es gibt, und ich komme nur zu dem Schluss, dass es einen Gott dafür geben muss, der das Aber es könnte erschaffen auch hat. sein, dass das Aliens erschaffen haben und nicht Allah. Wer ist denn Allah? Weißt du, wer Allah ist? Bist du Atheist geworden? Rede ich hier mit einem Nein, Atheist ich oder was? frage dich, Malik. Nein, ich frage dich ganz mal. Weil du Bruder, kannst es ja nicht du glaubst bezeugen. doch Du hast selber Allah an nie einen Herrscher. gesehen. Du glaubst doch selber an einen Herrscher. Ja, bei uns ist es aber biblisch und historisch bewiesen worden. Ich frage dich jetzt laut Islam. Ja, woher willst du Und ich bezeugen, sage wer dir, Allah und ich ist? und ich sage dir, guck mal, und ich sage dir ganz einfach, dass ich davon überzeugt bin und es bezeuge. Nein, Aus du dem verstehst das Grund, Wort weil bezeugen ich. nicht. Gucken, ja. Guck mal, guck mal, guck mal. Ich höre dir Bruder, gut rede ich zu, mit einem wirklich Atheist? Respekt. Nein,
Nein, wir sind sehr, sehr respektvoll. Wir sind sehr, Bruder, sehr es kommt mir so respektvoll. vor, als würde ich hier mit einem wie hieß der nochmal? Wie hieß dieser Artist hier auf TikTok? Ich Bruder, habe seinen danke, Namen dass du mich vergessen. hochgeholt hast. Ja, Habibi, bitte, Bruder. Leute, bleibt in der Liebe. Ja, Schiiten sind unsere Brüder. Wir respektieren den Habibi. schiitischen Mohammed und den schiitischen Allah. Wir respektieren wir beleidigen ihn nicht, Bruder. Und Ja. Flexer, ich küsse dein Herz, aber Bruder, bitte. Wir glauben auch an einen Gott, den wir nicht, sage ich mal, auf die Art beweisen können, wie du das haben möchtest. Sie Nein, nein, bezeugen, du verstehst. oder, guck mal, Nein, wir haben auch, guck mal, ja, okay, Urban, gut. warte, warte, guck mal. Unser Herr Jesus Christus ist am Kreuz, ja, der Augenzeuge war John, okay? So, die Aposteln konnten beweisen, wer Jesus Christus ist. So, wir können bis heute noch historisch, ja, ist es bewiesen, wer Jesus Christus ist. Und daran wissen wir auch, dass er was ist, dass er auch gelebt hat, dass er mit uns war, okay? Sein Fleisch ist gestorben, aber sein Geist ist die Ewigkeit. Gar keine Frage. Und deswegen glauben wir, aber wir bezeugen nicht, weil wir ja nicht da waren, okay? Wir glauben, aber wir bezeugen nicht. So, woher soll jetzt Malik bezeugen, wer Allah ist? Hat er jetzt Allah gesehen? Das ist die Frage. Eine Weil in Frage, einer sagst du also, Schahada das kann. bezeugt er ja, und das ist falsch. Warum bezeugt er, Okay, wenn er Allah nicht eine gesehen hat? Sekunde. Er bezeugt, dass es nur einen Gott gibt. Er bezeugt ja nicht, dass er ihn gesehen hat. Er bezeugt, dass es nur einen Gott gibt. Was Wir müssen ist, hier was heißt fernbleiben. denn bezeugen? Er bezeugt, Okay, dass was heißt Mohammed ihn bezeugen gekannt hat. übersetzt? Flexer, willst du hier mit uns rumphilosophieren? Nein, nein, was heißt bezeugen übersetzt? Soll ich dir bezeugen übersetzen? Das heißt Bezeugen heißt, wenn du vor Ort warst und es gesehen hast, das heißt bezeugen. So, wenn du jetzt vors Gericht gehst, ja, und du hast jetzt, sagen wir mal, einen Mörder und du hast gesehen, dass er diese Person umgebracht hat, dann bezeugst du doch auch, richtig oder falsch? Okay, ich habe eine Frage an dich. Das heißt, warte mal kurz. Das heißt, wenn ich als Christ bezeuge, dass Jesus Gott ist, ist das falsch? Du bezeugst nicht, du glaubst. Okay, Laut aber bezeugen tut Historie. man nicht. Aber warte kurz, bezeugen tut man nicht, Warum richtig? bezeugen? Du warst doch nicht da. Du kannst doch nicht etwas bezeugen, wenn du nicht da Okay, warst. aber Du eine Sekunde, glaubst. eine Sekunde. Aber eine Sekunde, es ist falsch zu bezeugen, richtig? Aber du weichst gerade vom Thema ab, mein Freund. Malik, Nein, dann nein, würde nein, das nein, nein, bedeuten, bleib dann mal wäre bitte beim mein Thema, ein bleib mal bitte Apostel. beim Thema. Malik, dann würde das bedeuten, man wäre ein Apostel, das heißt Zeitzeuge. Und das sind wir ja nicht. Und deswegen dürfen wir uns auch nicht Okay, so nennen. sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr Aber schön, Malik, ich sehr habe schön, gleich eine sehr andere schön. Frage, wenn du das durchgekaut hast. Eine sehr Kein wichtige Problem, Frage. Pavlos. Kein Problem, Pavlos. Dann sagst du, das Bezeugen ist falsch, weil man jetzt nicht so bezeugen tut, weißt du? Das sagst du. Warte, ich lass mal Urban reden. Urban, was sagst du dazu? Ja, lass Urban mal reden. Bin ich mal gespannt, Nein, was nein, warte Urban kurz, ich sagt. frag dich doch, warte kurz, ich habe eine Überraschung für dich. Okay. Okay. So, er sagt, sag mir mal bitte, ist das Bezeugen falsch? Was ist denn bezeugen? Ist das falsch, wenn ich sage, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt oder so, dass es keinen Gott gibt außer Allah oder Übersetz keinen mir, Gott gibt außer Jesus? mal das Wort bezeugen. Übersetz es mir, Dass weil ich ich ein kenne das Zeuge schon. bin, dass ich ein Zeuge bin, dass es Gott gibt. Ist das falsch? Ja, woher willst du es denn bezeugen? Wer ist denn Okay, dieser Allah? also ist das Kannst du es laut christlicher Sicht bezeugen? falsch, richtig? Warum laut christlicher Sicht? Bei uns ist es ganz normal, wir glauben daran. Warum? Es ist historisch bewiesen, dass er am Kreuz, was es für unsere Sünden gestorben ist. Es ist historisch bewiesen. Wir, hinter unserer Geschichte ist ja wenigstens eine Historie. Und eine Historie, die Okay, auch wirklich okay. Wir glaubwürdig haben ist. Jesus Und auch gelesen. Okay, bewiesen wird. dann lass mich mal kurz reden. Dann lass mich mal kurz reden. Also guck mal, Leute. Er sagt, es ist falsch. Also die Christen bezeugen nicht, dass es Jesus gibt. Sie Guck mal, glauben daran. du Nein, verstehst nein, das nein, nein, nicht. sei leise. Wir waren Sei nicht da, also leise. können wir es auch nicht bezeugen. Wie sollen wir Bitte, etwas bezeugen? Hä? okay, sehr Du schön. verstehst es, Sehr glaube schön. Dann ich, lass mich nicht. kurz reden. Übersetz mal das Wort bezeugen erstmal. Dann lass mich noch kurz reden, Flexer. Lass mich kurz reden. Schaut mal, Leute. Dann sei leise. Sei leise. Und hört zu. Leute, hört mal zu. Ich hab was Schönes für euch vorbereitet. Hört mal zu. Oh je, jetzt kommt. Na Malik, Malik, zeig die Bibel bitte und nicht Wir haben gesehen, Amir hat bezeugt. Amir hat bezeugt, dass es kein Gott gibt, Malik, außer Vater, Malik, Sohn, Heiliger Geist. Das ist ja was falsch Das gemacht. Malik, heißt, es nein, gibt nein, das nein, nein, wir haben historische Quellen, wir haben nicht historische, ganz über Aber die Flex Zeit hat doch gerade was verunter. anderes gesagt. Nein, Malik, du musst das genauer verstehen. Aber Malik, jetzt meine ernst gemeinte Frage, ne? Du bist doch Okay, Schiite, wenn wir beim richtig? Thema von dem. Du bist doch Was Schiite, ist richtig?
Alhamdulillah, ja. Okay, wo ist dein originaler Koran? Wie wusste der originale Koran? Den Wo ist der originalen Koran originale haben Koran? wir. Das ist eine wichtige Frage. Bitte antworten. Nicht abweichen. Laut ich, von dem, was alles gesandt wurde, oder überwürdest du? Wenn Wo du ist jetzt dein über den Muslim redest echter und über einen. originale Koran? Bringt das nicht Mahdi, der Imam Mahdi, bringt er das in Zukunft? Er wird einen Koran bringen, aber er wird die Dingens bringen. Wie heißt es, Wird er den originalen die Koran Auslegung wird bringen? er. Er wird eine Auslegung vom Koran bringen. Aber Jetzt wurde mal. der Koran, wurden nicht Koranverse von Ziegen gefressen? Warte, warte, Bruder. Guck mal jetzt, guck mal jetzt. Nein, das ist bei den Malik, Sunniten spannend. Malik, Malik, guck mal jetzt. Antworte mir. Also, Imam Mahdi bringt den originalen Koran in Zukunft, richtig? Nicht den Originalen, guck mal, den Koran, wie wir ihn hier haben, Ist ist der falsch. Koran an sich. Der ist ja Nein, nein, falsch. Der nein, ist nein, er ist nicht perfekt. Der ist falsch. von Osman ibn Guck mal, Affan nein, 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 geschrieben das worden. sage ich nicht. Nein, 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 nein. Nein, Du das ist drehst nur mich gerade Pen. durch. Die zitiert hier nicht mal Sayyid Bukhari. Die ist Nein, Tore nein, geschrieben Pavlos, Pavlos, lass mich kurz reden, dann unterbrich mich nicht. Du hast eine Frage gestellt, da musst du auch zuhören, okay? worden. Pavlos, wenn du ehrlich bist und wahrhaftig bist, lässt du mich ausreden und hörst mir Ja, zu, okay? antwortet, ich warte die ganze Zeit. Okay. Wir haben etwas, das nennt sich, also wir haben den Koran. Und der Koran hat einmal den Ta'wil und den Tansil. Tansil ist jeder Vers, der heruntergekommen ist. Von der ersten Sure bis zu der 114. Sure. Okay? Und wir Schiiten sagen, das ist der komplette Koran. Also, das ist alles das Gotteswort. Das ist das, was als Koran gilt. So. Dann haben wir aber den Ta'wil, die Bedeutung des Korans, die Auslegung. Und wir sagen die Auslegung, also wir sagen den Koran, den wir heute haben. Das ist der komplette Koran, aber den Tansil, also den Tafsir des Korans, den wird der Imam bringen. Wenn wir Okay, den Malik, richtigen, den ich hätte kompletten eine Tafsir. wichtige Frage. Guck mal, Nein, ist nein, der warte kurz, Koran warte kurz, lass mich vollständig? mit Pavlos kurz fertig machen. Ist Lass mich der. kurz mit Pavlos sprechen. Okay, guck mal, ich mach das ganz schnell. Der historische Quellen, ja, ich kann es sogar beweisen, der älteste Koran der Welt, den wir haben, ist nicht der originale Koran, das ist von Uthman ibn Affan, dem dritten Kalifen, geschrieben worden. Ich brauche nicht mal Sayyid al-Bukhari zitieren, weil es eine historische Quelle ist. Das heißt, der älteste Manuskript, den ihr habt, was danach ist, ist dann danach, aber das ist älter. So, und dann sehen wir, der Uthman ibn Affan hat alle Korans ja verbrannt. Er hat nur einen geschrieben. Wo ist der originale Koran? Den gibt es nicht. Ich Der hat erkläre es nicht. dir, Guck mal, schau mal, warte, erklär Malik, dir mal Malik, die. Malik, ein anderer Schiite hat, warte, Malik, ein anderer Schiite, sogar zwei, haben es sogar bestätigt, dass der Koran verfälscht ist und ihr glaubt an einen verfälschten Koran und ihr glaubt Ja, an das Imam Nachbar, Mahdi, ja, nicht den originalen Koran. Habibi, eine Nein, sein Sekunde. wenigstens erst für die anderen zwei Schiiten. Kann ich dich fragen, wie die Namen dieser Schiiten waren? Der eine ist sogar im Chat, aber die haben mir ja Abu direkt Salik. gedroht, weil wenn man die so krass widerlegt, dann sind Schiiten doch nicht so lieb, wie man denkt. Dann drohen die direkt ein und sagen auf, Nein, ich werde nein, dich auffinden und nein, deinen Kopf nein, nehmen. nein, 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 ich nein, werde nein, die habe ich nur niemals erlebt, drohen, ne? Pavlos, Pavlos, ich werde die niemals drohen, ich werde die Nettigkeit zurückgeben, die du mir gibst Hat gerade, der andere okay? mir auch so gesagt. Und was war? Der wollte meinen Kopf wegmachen. Nein, 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 ich werde mit diesen Leuten reden, ich werde Nein, mit das die diesen gesehen Leuten haben, die reden. leben in einem nicht Rechtsstaat, sondern wir reden mit Pavlos, einem ich werde mit Rechtsstaat. diesen Leuten reden, das ist nicht okay. Ich werde dafür sorgen, dass die. Mal gucken, also ich werde mir deren Sicht anhören, wenn das so stimmt, was du sagst, weißt du, so, weil ich kann Ich jetzt habe niemandem vorurteilen, wenn Beweise, ich ich nicht habe deren sogar ein Sicht kenne. komplettes Video, das ist ja öffentlich gewesen. Alles gut, aber wir gucken uns die Beweise an. Eine Aber Sekunde, Malik, wir gucken antworte uns die jetzt auf die Beweise. Frage. Ja, Wo ich ist der antworte dir originale darauf, aber Koran? unterbrich mich nicht. Unterbrich mich Ich nicht. unterbreche dich die Was ganze ich dir Zeit mit sage, Antworten. was ich dir sage, guck mal, das ist erstmal falsch gewesen. Man soll dir nicht drohen, wenn man dir gedroht hat, dann tut es mir leid. Ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass man. Also ich sage dir, ich sage mich von Genau, jedem klar. los, der beleidigt. Ich sage mich von jedem los, der beleidigt und droht. Das sage ich dir erstmal, Pavlos. Okay, Wir Schiiten. ich möchte diesbezüglich Aber noch eine eine Sekunde. Sache kurz sagen. Malik, ist der Koran vollständig in deinen Augen? Der Koran ist vollständig, ja. Aber warum hat dann die Ziege Koranverse gefressen? Also, wie kann er dann Das ist vollständig der. sein? Das ist. Bruder, das sind sunnitische Überlieferungen, das kannst du mir nicht bringen. Ja, also Ja, das sind sind sunnitische, der hat ja Schiiten nichts damit Lügner zu oder wie? Ja, Ja, das heißt, ich hatte das überliefert und ich hasse eine Lügnerin. Er lehnt die ab, die Warte sunnitischen mal, Quellen. warte mal. Da Du steht, dass hast gerade die schiitischen eben Quellen kommen. gesagt, Aber dass es genügt Aisha. schon nur die Frage, wo der originale Koran ist, weil historische Fakten ist Uthman ibn Affan, der dritte Kalif, hat den Koran geschrieben. Jetzt ist die Frage an Malik: Wo ist dein originaler Koran? Der existiert nicht.
Darf ich reden? Darf ich darauf Ja, dann antworten? antworte. Ich will eine klare Antwort. Ich Ich warte auf die antworte ganze dir, aber Zeit. man lässt mich nicht reden. Dann bitte. Dann lässt sich die ganze Ich Zeit gebe reden. Das dir. ist ein Quatsch. Ja, Pavlos. Lass uns bitte respektvoll reden. Ich möchte mit dir, wie ich es immer gemacht habe, wenn wir debattiert haben, respektvoll reden. Deswegen bleib bitte respektvoll mit mir und nett mit mir, okay? Tu mir diesen Gefallen. Okay. Schau mal, er hat mich gefragt, wo ist denn der richtige Koran? Weil zu der Zeit von Uthman wurden ja alle Mushafs verbrannt. Also damals, für diejenigen, die es nicht wussten, damals gab es verschiedene Lesearten. Und Uthman, als er den Koran zusammengestellt hat, hat er jede Leseart verbrennen lassen. So. Und laut uns Schiiten ist es so gewesen, dass Imam Ali alayhi salam dafür gesorgt hat, dass Uthman den Koran zusammenstellt. Damals ist es so gewesen, dass Imam Ali alayhi salam den Koran, so wie der herabgesandt wurde, alles niedergeschrieben hat mit der Erklärung dieses Korans. So, mit der Erklärung dieses Korans. So, er Ah, hat warte, Imam dann Ali heißt hat. das, dann heißt das, dann heißt das, dass Nein, nein, das lass mich wäre kurz mal, reden. das wäre, okay. Lass mich kurz reden, sonst sagt Pavlos gleich, ich habe nicht geantwortet. Ich möchte Okay, fernbleiben. okay. So, Okay, okay, okay. ich Tut mir erzähle die leid, ja. Geschichte hier, damit der Pavlos hier seine Antwort kriegt, okay? So, das heißt, es ist so gewesen, dass Imam Ali alayhi salam die ganzen Koranverse, wie die ganzen Sahabis und so, die aufgeschrieben haben, auswendig gelernt haben und so, und das hat Imam Ali auch gemacht, alayhi salam. Und er hat die Auslegung des Korans geschrieben. Also zu jedem Vers hat er die Bedeutung geschrieben. Es gibt sunnitische Überlieferungen, die sagen, Imam Ali alayhi salam ist der lebende Koran. Also er hat das komplette Wissen des Korans und er ist wie der lebende Koran. So. Das ist die eine Sache. Da hat er zu der Zeit von Abu Bakr hat er ihn geschrieben gehabt, so. Und dann zu der, also man hat diesen Koran aber nicht angenommen, weil Abu Bakr Imam Ali gehasst hat. Omar hat Imam Ali gehasst und Uthman hat Imam Ali gehasst. Imam Ali alayhi salam hat diese beiden auch als Verräter angesehen. Das sehen wir in Sahih Muslim, bei den Sunniten sogar in Sahih Muslim. So, also bei den Sunniten steht das sogar drinne, Ja, antworte weiter, ne? bitte. Ja, ich rede weiter. So, dann kommen wir jetzt zu der Zeit von Uthman Pavlos, da wo du drauf hingehen wolltest, weißt du? Ja, der Damals lebende ist es so Koran ist jetzt gewesen. auf einmal weg. Der ist jetzt verschwunden. Haben wir verstanden. Nein, Wo ist das nein, nein, Original, nein, nein, ja? nein, 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 der lebende Koran, hören wir mal zu, der lebende Koran, Imam Ali alayhi salam, Ich küsse dein Herz, Sabrina. hat einen Koran geschrieben, verstehst du? Er hat den Koran, er hat alles, was gesandt wurde, hat er aufgeschrieben Wo ist und die denn? Bedeutung zu jedem Vers hat er auch aufgeschrieben, verstehst du? So. Das ist aber eine Lüge. Flex, mach mir mal bitte groß. Jetzt zeige ich Ihnen eine Quelle, was eine historische Was Quelle ist. darf ich doch, da, Nein, darf ich nein, mal weil ich weiterreden? bringe jetzt die historische Quelle, weil du Gerne. lügst. Du Ja, bringst jetzt eine Wahrheit. Gerne. Ich sage dir, dieser Gerne. Koran, Leute, Leute, dieser Leute, Koran, Leute. dann lass mich kurz Leute, ausreden. warte. Lass mich doch kurz ausreden. Dann Malik, lass du mich. redest die ganze Zeit. Okay, Ja, du aber ich bin redest doch noch jetzt. gar nicht. Ich Er hat eine gesagt. Frage gestellt. Guck mal, er hat eine Frage gestellt, die ein großes Thema ist. Und wenn er, dann muss er auch bereit sein, zuzuhören, 10 Minuten, bis ich fertig bin. Verstehst du? Ey, das ist eine Wenn du einfache nicht Frage. Wo ist der originale Nein, nein, das Koran? ist keine einfache Frage. Das ist Dass ein man großes 10 Thema. Minuten Das braucht. Nein, deine andere nein, nein, das ist Schiiten. ein großes Thema, Nein, nein, deine Pavlos. andere Schiiten, die waren ehrlich. Alle beide haben gleich Dann lass mich kurz geantwortet. ausreden. Der Guck mal, Koran ist guck mal. verfälscht und an den gefälschten Koran glauben. Und ich Pavlos, habe es auf Pavlos, du willst Video. gar nicht zuhören. Pavlos, du willst gar nicht zuhören. Doch, ich will zuhören, Lass aber mich du ausreden. kommst ja auf Punkt. Dann lass Wie mich ist eine ausreden. Dann lass historische mich Quelle? ausreden. Dann lass mich ausreden. Schau mal. Wir sehen. Dann lass mich kurz ausreden. So. Dann zu der Zeit von Uthman, dieser Koran, den Imam Ali verfasst hat, alayhis salam, der ist weiterhin bei ihm geblieben und wurde an den zweiten Imam, an den dritten Imam vererbt und so weiter, bis zum 12. Imam al-Mahdi, ajallahu faraja. So. Aber dieser Koran, den wir heute haben, das ist der ohne Auslegung. So. Und dieser Koran ist das zu 100% das, was auch im Koran von Imam Ali alayhi salam gestanden hat. So, Weißt du jetzt ist das? die Frage, Woher willst du das denn eine wissen? Sek Wo willst du das, weil wir in was der ist das für ein Quatsch? Überlieferungskette, Uthman hat weil wir in alle der verbrannt, der hat eine Überlieferungskette, eigene geschrieben. nein, nein, weil wir in der Überlieferungskette, jetzt hör mir zu, weil wir in der Überlieferungskette drin stehen haben, dass Imam Ali alayhi salam den Koran weiter rezitiert hat an seinen Schüler. So, und dieser Schüler hat es an Hafs weiter zitiert. So, Wahnsinn, Uthman Malik, ist nur in Malik, der warte, Kette. warte, du Uthman, hast gelogen, Uthman, du hast eine Sekunde, gelogen, eine Malik, Sekunde. du hast gelogen, Nein, 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 Lügen, das geht nicht, wenn du lügst,
Ich habe nicht gelogen, lass mich doch Ey, ausreden. selbst Ich bin eine dir Beweise, wenn solidische du willst. Quelle als Geschichte, und das ist ein Beweisstück, weil es dann als Geschichte letztendlich dann seht. Dann lass mich dann, doch kurz ausreden, ja, Pavlos. Dann, Ich habe nicht gelogen. Wallah, ich habe nicht gelogen. Warte, Du Malik, tust mir gerade Unrecht, Pavlos, das Malik, weißt du. nein, ich gebe dir jetzt, ich sag dir jetzt, warum du in Unrecht liegst. Weil Sahih Bukhari, das musst du jetzt als Geschichte sehen, weil du keinen anderen Beweis mehr hast, dann zählt das für dich als historische Quelle statt als islamische Quelle. Hä? Warum soll ich Bukhari annehmen? Hör mir genau bitte zu. Sahih Bukhari 4987 steht so geschrieben, dass Uthman ibn Affan alle Korans verbrannt hat. Warum? Das liegt daran, die haben alle falsch rezitiert. Nicht nur verschiedene Sprachdialekte, sondern die haben noch falsch rezitiert und waren uneinstimmig und wollten sich gegenseitig schon die Köpfe einschlagen im Krieg Aserbaidschan, und Aserbaidschan wurde noch nebenbei erobert, also doch nicht zum Frieden. Und dann sehen wir, ganz klar, Uthman ibn Affan hat als Anführer gehandelt, alle eingesammelt, verbrennen lassen und selber eingeschrieben. Jetzt musst du mir antworten, wo ist der originale Koran? Das ist auch eine andere historische der Quelle. Originale ohne, Koran, warte, der, ohne der originale zu zitieren, Koran. Warte, Malik, ohne Sunniten zu zitieren. Eine historische Quelle, was du direkt googeln kannst. Sofort gibt es sogar ein Video dazu mit Dokumentation. Der Uthman ibn Affan hat diesen Koran geschrieben. Das ist der älteste Koran der Welt, den ihr überhaupt habt. Wo ist der älteste Koran? Als erstes der ist weg, der ist verschwunden. Okay, dann lass mich darauf antworten, bitte. Und hör mir bitte zu, okay? Lass mich bitte reden, okay, Pavlos? Schau mal, er ist bei dem Thema Uthman geblieben. Dann bleibe ich auch bei dem Thema Uthman. Und zwar, Uthman hat alle, wie heißt es, alle anderen Lesearten eingesammelt und verbrennen lassen. So. Der Grund ist dafür gewesen, dass es manche abrogierte Koranverse gegeben hat. So, und damals hat man die Koranverse, der Koran wurde nicht im Schreiben überliefert, sondern in der Rezitation. So, und manche haben auch die abrogierten Verse auswendig gelernt, also die Verse, die nicht mehr zum Koran dazugehören, weil sie abrogiert wurden. So, die haben die auch mitrezitiert und die gehörten zu den anderen Lesearten. So, was hat Uthman auf hin gemacht? Er hat die alle verbrannt und hat dann auf Befehl hin den Dingens geschrieben, den schreiben lassen. Er hat den Kannst Befehl du den Aussage mal gegeben. Beweisen? Weil da steht drin, ne? Wir beweisen. Ich gebe dir mal einen Beweis. Sahih Bukhari 4987, historische Quelle. Ich akzeptiere doch kein Bukhari. Warte, eine historische, keine islamische. Jetzt eine historische Quelle für dich. Aber der Bukhari ist Malik, eine sunnitische historische Quelle. Malik, du musst das als historische Quelle annehmen. Warum? Weil Nein, du keinen muss ich Gegenbeweis nicht. Nein, hast. Muss da musst du einen Gegenbeweis liefern. Da steht drinne, die haben falsch rezitiert und waren uneinstimmig, wie die Christen und Juden es damals waren. So haben die es geschrieben. Jetzt mal, darf ich doch beweisen? Dann lügst du nur rum. Dann lass mich dir antworten. Ich gebe dir den Beweis, ganz einfach. Ja, bitte, ich gebe Quelle. Dir den Beweis, okay? Okay, ich gebe dir einen Beweis, aber lass mich ausreden, okay? Ja, ich will okay? die jetzt sehen. Ich warte. Okay, dann lass mich ausreden und ich bring dir die Beweise. Und du kannst sie sogar, Nein, du wenn du hast, erst wenn den Beweis, dann kannst du reden. Ja, ich habe den Beweis, aber lass mich reden, dann sei leise. Ich will sehen, ich Guck mal, Pavlos, wenn du nicht respektvoll mit mir redest, dann kannst du leise sein. Nein, sei ich leise, rede mit Pavlos. Respekt, aber ich will Quelle. Ja, aber ich bin niemand von den anderen mit den anderen Muslimen, mit denen du so respektlos reden kannst. Rede mit mir respektvoll. Guck mal, ich habe mit dir immer respektvoll die ganze geredet, Zeit mit Pavlos. Dir respektvoll. Erzähl es keinfach, du willst es nicht. Nein, das ist respektlos. Dieses Unterbrechen ist respektlos von dir. Rede vernünftig mit mir, okay? Ich rede mit Vernunft rede mit dir. Du bringst keine Nein, das tust du nicht. Also sind die Schiiten doch dann, nicht mehr so gut, ne? Wenn man die Schiiten einmal auf die reden. Originalen Quellen verweist. Nein, ne? Nein, weil du respektlos mir gegenüber geworden bist. Weil du respektlos mir gegenüber geworden bist. Und ich bitte dich, weiter diesen Respekt, den du vorher immer mir gegenüber hattest, zu behalten. Okay? Siehst du, wo das liegt? Das meine ich. Schiiten sind, wenn man die Beweise richtig auf den Tisch legt. Ich will dir noch Beweise bringen, aber du lässt nicht reden. Ich habe nie von Schiiten erwartet. Okay, dann sei bitte ruhig und lass mich reden, okay, Pavlos? Bleib bitte respektvoll, ja. Okay, schau mal, wenn ich dir respektlos gegenüber geworden bin, entschuldige ich mich, aber du sollst doch wissen, dass du mir gegenüber respektlos geworden bist, da erwarte ich auch eine Entschuldigung von dir, aber da werde ich keine bekommen. Also, er hat mich gefragt, er hat mir gesagt, dass, wie heißt es, dass die anderen falsch rezitiert haben. Und ich sage, ja, die haben Verse zitiert, die mansuch gewesen sind, also die abrogiert gewesen sind und nicht mehr zum Koran gehört haben. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, jetzt stellt sich der Pavlos aber die Frage, wie kann der Koran jetzt aber richtig sein von Uthman, obwohl er alle anderen verbrannt hat? Wie kann ich davon ausgehen, dass dieser Koran von Uthman der richtige ist? Wie?
Das ist eine Frage, ist eine berechtigte Frage, die ihr euch alle stellt. So, und ich gebe euch die einfache Antwort. Gibt es einen historischen Beweis, denn zeigt uns die Quelle? Lass mich ausreden, bitte. So, die Frage ist berechtigt. Die Frage ist berechtigt. Sie stellen sich die Frage, wie können wir dazu kommen, dass das, was in dem Koran, was geschrieben wurde, was von Uthman beauftragt wurde, das richtig ist. Ganz einfach, weil es so gewesen ist, dass nachdem alle Korane... Okay, bring die Quelle, die Quelle. Lass mich ausreden. Manik, du redest, aber es kommt keine Quelle. Ich habe dir eine Quelle gegeben. Ich antworte dir. Der Beweis dafür ist, dass wir in der Kette des Korans Ali bin Abi Talib alayhi salam haben, der den Koran rezitiert hat. Und er ist jemand, der den Koran auswendig gekannt hat. Er ist der lebende Koran laut den schiitischen und den sunnitischen Quellen. Die Schiiten und die Sunniten Der älteste Koran der Welt ist Uthman ibn Affan. Aber warte, ich muss jetzt alle kurz unterbrechen. Das heißt jetzt also, nicht Mohammed konnte den Koran auswendig aus dem Kopf, jetzt ist es jemand anders. Okay. Nein, Mohammed kannte ihn auswendig und Ali kannte ihn auswendig. Wo ist das Problem? Alle beide konnten es auswendig. Guck mal jetzt, Malik, erzähl keinen Quatsch hier. Was sehen wir gerade? Eine historische Quelle. Was nicht meine sunnitische ist. Da steht, Uthman ibn Affan ist der älteste Koran. Das heißt, wenn du eine Quelle hast, die nach Uthman ist von dem Koran, ist immer... Nicht nach Uthman. Nein, dann heißt das mit Fakten, der hat von Uthman abgeschrieben. Punkt. Nein, hat er nicht. Du kennst nicht mal die Kette. Nein, mein Bester. Du kannst einen anderen so verführen, aber nicht mich. Jetzt musst du einen Beweis bringen an den Leuten, dass es älter als Uthman ibn Affan ist. Ich zeig dir das. Guck mal. Ja, wo willst du das zeigen? Okay? Da bin ich mal gespannt. Okay. Zeig bitte. Okay, dann sei bitte, dann hör mir bitte zu, okay? Ist er älter als Uthman ibn Affan, der Koran? Es war Imam Ali alayhi salam. Laut Fakten. Zu der selben Zeit, guck mal. Uthman, guck mal, warum wird der Koran von Uthman, zu der Zeit, hör mir doch mal bitte zu, zu der Zeit von Uthman ibn Affan, ja, zu der Zeit hat er es in Auftrag gegeben und wer hat ihn da rezitiert gehabt? Es war Imam Ali alayhi salam. Er hat aufgepasst, dass alles richtig rezitiert worden ist von den Leuten und niedergeschrieben worden ist. Wo sind die Quellen? Wir warten auf Quellen. Bitte schön, mach mich groß. Malik, ja, du kannst gern groß. Erstens Quelle, zweitens kommt dann automatisch die nächste Frage. Es muss älter als Uthman ibn Affan dieser Koran sein, weil wo ist der Original? Den habt ihr gar nicht. Warte mal kurz, meine Kamera ist nicht falsch. Leute, bleibt respektvoll, ja Leute, bitte, ich flehe euch an. Dankeschön, Flexer. So, genau. Eine Sekunde, ich mach's kurz auf. Das, was ich dir gerade gesagt habe, ist, der Koran wurde von Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, also vom Propheten, guck mal Leute, das ist die Kette. Der Koran wurde von Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam offenbart. Warum Google auf einmal? Das ist die Kette, die im Koran steht. Das ist die Kette, die im Koran steht, aber die ist auf Deutsch. Also die ist dann auf Deutsch geschrieben. Ich kann dir die auch auf Arabisch bringen, die ich hier habe. Du hast meine Frage nicht verstanden. Vor allem, du holst aus Wikipedia. Warum Wikipedia? Das ist doch keine Quelle. Weil das auf Deutsch ist. Leute, die Quelle ist Wikipedia. Seid mal leise, Jungs. Hört mal zu. Guck mal, was ist das für ein Kindergarten? Hört mir mal beide zu. Seid mal leise, bitte. Hört mir mal zu, okay? So, das, was ich hier bringe, ist, guck mal, jeder, der einen Koran zu Hause hat, eine Sekunde. Jeder, der einen Koran zu Hause hat, die Quelle ist also Wikipedia, ich merke mir das in Zukunft. Schiitische Quelle in Zukunft Wikipedia. Okay, alles klar. Wir haben hier den Koran. Ja. So, und wir haben die Kette, die diesen Koran überliefert hat, hier in dem Koran auf Arabisch stehen. So, aber hier auf Wikipedia steht es auf Deutsch. Deswegen habe ich das hier aus Wikipedia gebracht. Könnt ihr Arabisch? Dann bringe ich euch das Arabische. Ja, das kommen wir gleich zu. Das ist ganz wichtig. Ich habe ganz. Okay, ganz, dann lass uns hier bleiben, damit ich das erkläre. Aber, okay, dann seid aber, bitte leise. Aber Malik, warum zitterst du so? In deiner Hand ist alles okay? Bruder, das ist bei mir so. Ich habe keine. Wie heißt es? Ich habe keine. Aber das hat ja so jetzt kein Ende. Er kann ja jetzt nur so übers Handy zahlen. Warte.
Hör mir mal bitte zu. Eine jetzt sag mir mal bitte zu. Nein, nein, jetzt musst du mir antworten. Hallo, nein, du hörst mir mal zu. Du musst doch meine Frage stellen, weil du antwortest nicht auf meine Frage. Ich antworte dir. Du hast mir vorhin eine Frage gestellt, dann lass mich darauf antworten. Lass mich meine Frage. Du willst Beweise. Lass mich doch. Pavlos, Pavlos. Beruhig dich. Bleib runter aggressiv. Weil du mich aufregst, Mann. Ja, ja, weil ich dich widerlege, genau. Jetzt hör genau zu. Was für widerlegen, Mann? Sei mal leise, Mann. Ich widerlege dich gleich. Mann. Schau mal, jetzt sei mal kurz leise, lassen, ja? Sag mal, was ist denn? Ich gehe hier gleich runter. Schau mal. Nein, schau nein, mal. Warte, kann ich jetzt meine Frage stellen? Warte, meine Frage dann, ist. Dann lass mich mal bitte dann überlegen. Warte, Pavlos, meine dann warte doch, red doch nicht durcheinander für die Zuschauer, ja? Also, meine Frage ist. Komme nicht mit deiner Überlieferungskette, denn wir müssen laut Fakte gehen. Archäologische Befunde nennt sich das. Und der archäologische Befund laut älteste Koran der Welt ist von Uthman ibn Affan. Was Älteres gibt es gar nicht. Dann kommt nur was danach. Und das könnt ihr nicht mehr als Quelle nehmen. Und wir können nicht auf Quelle vertrauen. Dann sei bitte ruhig. Uthman, warte. Wir können nicht auf Quelle vertrauen mir beruhen. Du musst mir den originalen Koran... Nein, ist keine Quelle vertrauen. Malik, du redest nur drum herum. Du musst den Menschen sagen, nein, es gibt den originalen Koran nicht. Wir haben eine Kopie des Originalen. Und da musst du sagen, und dieses Kopie des Originalen, angeblich Originalen, weil die haben alle falsch rezitiert, Sahih Bukhari 487, alle falsch rezitiert, er hat alle verbrennt. Okay. Das Uthman hat sein eigenes geschrieben. Und warte, Malik, und da musst du mir jetzt einen archäologischen Befund geben, wo steht... Nein, ich habe eine Quelle, die ist älter als Uthman ibn Affan und das ist der älteste Koran, aber die gibt es nicht. Die musst du jetzt beweisen. Oder du gibst ehrlicherweise, so wie deine schiitischen Brüder. Ja Allah, ja Karim. Wie deine schiitischen Brüder. Ey, unterbrich mich nicht, das ist respektlos. Wie deine schiitischen Brüder, die gesagt haben, nein, der Koran ist verfälscht, aber an dem müssen wir halten, weil Imam Mahdi den Originalen bringt. Okay, ich habe das auch mit kurz ausreden. Okay, sehr schön, dann lass mich kurz ausreden. Ich sage zu jedem, der den Koran, okay, ich sage zu jedem, der den Koran, wer an Tahrif al-Koran glaubt, dass ich mich von dieser Person distanziere. Es gibt von den Schiiten die Akhbariya und die Usuliya. Die Usuliya sind die Hauptteil der Schiiten. Und die okay, aber ich habe heute eine Sache gelernt. Nein, seid leise, ganz kurz. Unterbrich mich schon wieder. Nein, bitte, 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 nein, bitte. Nein, 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 Flexer. Wenn du fair bist, bist du leise. Warte bitte kurz. Ich habe dich kurz gestummt. Eine Sekunde. Also Leute, heute habe ich was Neues gelernt. Schiitische Quelle aus Wikipedia, Leute. We have to go to Wikipedia for Shia answers. Okay, alright. Ich habe aber eine ganz ernste Frage. Das ist jetzt, hat jetzt nichts mit dem Geld. Ja, Kisto, warte. Sehr, sehr wichtig. Ich warte seit einer dreiviertel Stunde. Ja, ich weiß, Pablo. Wenn Malik nicht antwortet. Lass uns doch über die Quellen reden, die er gerade in der Hand hat. Das ist doch viel interessanter. Genau, lass ihn mal reden. Universität zu Wikipedia, die lachen nicht aus. Ja, warte, Pablo, du wirst gleich kapieren, worauf ich hinaus möchte. Lass doch Malik bitte reden. Malik. Antworte Malik. Ich sag offen und ehrlich, es gibt keinen originalen Koran, ihr habt eine Kopie. Und diese Kopie beruht sich auf Quelle, vertrau mir. Sag es doch ehrlich. Und es sind wieder eine andere Schiitenbrüder, die ehrlich waren und sagten, der Koran ist verfälscht und wir können nichts ein anderes festhalten. Das ist der von Uthman, der verfälscht. Und wir müssen noch hinzufügen, übrigens, Wikipedia reden? Ist aus USA und Israel. Aber ja, du kannst reden, ja, das ist die Quelle. Darf ich reden? Na klar, okay, danke schön. Und Flexer, bitte sorg dafür, dass ich nicht unterbrochen werde, weil sonst gehe ich hier runter. Wenn ich unterbrochen werde, gehe ich runter, okay? Ja, alles gut, aber ich wollte dir nur sagen, du weißt schon, Wikipedia-Quellen sind aus Amerika und Israel. Alles klar, Wikipedia hat das, guck mal, ich kann dir das auch gerne hier auf Arabisch bringen. Oder ich bring das dir hier auf Deutsch übersetzt. Vom Thema ab. So. Ja, sei leise, ich lenke nicht vom Thema ab, so. Was ich dir jetzt bringe, ist, du hast mich gefragt, wie wurde der Koran überliefert? Nach Uthman zählt das gar nicht als originaler Koran. Archäologischen Befund. Und wie sei ruhig, Pavlos. Du antwortest gleich auf meine Frage, du erfindest dir eine eigene Frage. Pavlos, haben dir deine Eltern nicht beigebracht, leise zu sein, wenn jemand anders redet? Ist das nicht beigebracht, so. Fragen zu beantworten, oder willst du deine eigene Frage erfinden? Ich beantworte deine Frage, wenn du zuhörst. Du willst eine Antwort, dann hör zu. Du willst eine Antwort und dann hör zu. Bitte respektvoll bleiben, ja, ich bitte respektvoll, alle, bitte. Okay.
Schau mal, wir haben hier den Koran, den Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, den er Ali, an seine okay. Leute, den er an seine Leute von Jibril her rezitiert hat. So, er hat jeden Vers an seine Leute rezitiert. So, dann haben wir hier die zweite Überlieferung. Einmal Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Ubay ibn Ka'ab und Zaid ibn Thabit. Okay? So, wir haben diese drei Leute in dieser einen Kette, in dieser einen Stelle. Mhm. So, und zu der Zeit von Uthman haben diese Leute den Koran niedergeschrieben. So, und darunter, diesen Koran, den Uthman beauftragt hat, den originalen Koran, war Ali ibn Abi Talib, der Mensch, der als lebender Koran bezeichnet wird. Du weißt schon, die können das aus Amerika aus umändern, ne? Das weißt du. Sekunde, das ist ein Beweis. Guck mal, du kannst auch einen Koran kaufen. Du kannst dir diesen Koran kaufen. Kauf dir diesen Koran, eine Sekunde. Kauf dir diesen Koran und da findest du den Namen von Ali ibn Abi Talib in der zweiten Kette. In der zweiten Kette, eine Sekunde. Archäologische Befunde, man eben erfahren ist. Gibt es nicht? Nein? Okay, Debatte beendet. Lag was für Debatte beendet? Wir haben aber warte, zu der Zeit ich muss was hinzufügen. Bitte warte kurz. Du weißt schon, diese Wikipedia-Quelle, die kann man jederzeit abändern, das weißt du. Das heißt also, man kann jederzeit diese Quellen abändern. Dann hol dir diesen Koran und du kannst gucken. Schlag es da auf. Schön, dass du okay, schlag es da auf. Aber du verstehst das nicht. Schlag es da auf. Wir holen die arabische Kette aus dem Koran. Malik, okay, ich hol Mary, die kann Arabisch. Die kann Arabisch, aber der antwortet nicht auf meine Frage. Meine Frage war... Ich weiß, warte, Rob Christian kommt. Wir haben einen Special Guest, Rob Christian. Ach, Bruder, warum müsst ihr jetzt zu mir und Rob... Meine Frage beantworten. Meine Frage ist, ich und Rob haben ein gutes Verhältnis. Eine Sekunde, ich und Rob haben ein gutes Verhältnis. Me and Rob have a good relationship. I don't want... All good. Rob Christian is a special guest here. All fine, man. Wait a second. First of all, Rob Christian, how you doing? Sorry, brother. Flex. Warte mal kurz. Rob Christian, how you doing? I'm good, my friend. How are you? I'm very fine. It's just a little debate, and Malik is Malik is bringing Wikipedia things here, and I said, come on. I did just bro, bring Wikipedia wrong? Because you can't speak Malik, Arabic, Malik, Habibi, and I did bring it. Malik, Habibi. What? Can you tell me what's wrong with Wikipedia, bro? I mean, come on, Wikipedia is good. Mm. No, I'm joking. Habibi, I will explain it to you. I will explain it to you. Go ahead. The problem is, you know the differences between Akhbariya and Usuliya, right? Right, sir. You know what the difference is. So there were some Akhbariya. There were some Akhbariyas. I have some Akhbariya brothers, but there were some Akhbariyas in Pavlo's life. Let me ask you a question, okay? I don't want to debate you the way I debate Sunni Muslims. You know that, right? I know that, but please, I will explain the situation, okay, Habibi? You know what, Malik, I promise you, I want to have a civilized discussion with you about the Quranic preservation, okay? Are you okay with that? خليني بس احكي شوي دانا. I'll give you 10% of my knowledge, I promise you. Okay. I promise you, only 10%. If you want, you can use 100%, I don't mind. Are you sure, okay? Bro? Are you sure? I'm sure, but just listen, Because you won't like it, bro. I tell you. Rob. I did ask you. I did ask you one month if you want to have a debate with Shias, and you did say no. Okay? Well, I didn't even ask Bilal. I don't want to have a debate. I want to have a discussion. Yeah. But just let me explain the situation to you. Habibi, let me be.
Let me speak. Sure. Look, what I am saying is... Da beantwortet er meine Frage nicht, Herr Mellig. Weißt du, und Pavlos, sei leise. Pavlos, sei leise. The problem is Rob Christian. Rob Christian, brother. Rob, the problem is he's Flexa, knocking himself... Warte, Malik, wait for a second. Rob, the problem is... Malik should take a break because he's knocking himself out like over 20 times. But You are just laughing. You didn't even understand the difference in ta'wil and tanzil. Okay? What? That's the difference. Yeah, the people here are the judge. You didn't even know oh, that. Oh man. Okay, Rob, I give it to Rob. Okay, no problem. I give it to Rob. Right, because right. I flex a brain. I don't have the answers. Okay. Listen, Rob. Malik, you know, I like you. I have no problem, no issue. Habibi, I like you too. I like you too. But just one second. Let me explain the situation. Yeah, but so you are. Yeah, you sure, brother? But let me ask you a simple question first. What is your standpoint? What is your standpoint on? What is your point? Position, let's say your standpoint on the Quranic preservation. Do you believe that the Quran of today? Is it preserved or unpreserved? It's preserved. You know why? Yeah, I want to know why from you. As because Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, is in the chain. And for me, Ali ibn Abi Talib is a ma'asum. Mm. So what Quran do you use? I use the Quran Hafs because the Imam would say, read like the people read. Okay, beautiful. Can you tell me, brother, where the Hafs Quran come from? From Hafs. Okay, where come you don't know Hafs? How did it come into existence as we know it today? It got narrated. Narrated through who? Narrated from who? From who? What is the chain of narration? Wait a second. Hassan. Yeah. Let me speak. No problem. You can Google as well. It's no problem. Imam Hafs. No. I will read it. I will read it. Okay. I can have this discussion, brothers and sisters. Can I talk to him only if it's not too much? Yeah. Okay. I would like to have a discussion. Okay, Rob. You can talk. You can talk, Rob. And not like you, Flexa. Okay. Thank you. Look, Malik. Again, Malik. My intention is not to debate you. You know, my intention is to have a discussion where everybody benefits from. Okay. No Are you problem. Okay with that? Okay. No yeah. problem. Okay. You know, I'm not. And even, if you I like, if you, you like, Rob, you. my Malik, listen. I'm, invitation to you. A discussion, to a debate, is sure, still sure, open. If you want. Let me be clear to you. I'm even not going to record this. Okay. Normally, I record everything. I'm not going to record it. I promise you. Okay. So don't worry. It doesn't matter. You can post it where you want. I don't care. No. It's okay. Okay. Look, what I am saying is, okay. Yeah. What I am saying is, Hafs, he had learned from Hasim ibn Abi al-Najud al-Kufi, from Abu Abd al-Rahman al-Sulami, and from Ali ibn Abi Talib. You know, Rahman al-Sulami is his master. Do me a favor and don't butcher the names. It's Asulmi, not Salami. Ah, okay. Salami is what you put on your pizza. Sulmi. Okay, Habibi. Okay. Flexa, hör auf zu lachen, okay. Please. No, let no, don't speak, laugh, okay? Guys. We are helping each other. If I make a mistake during the discussion, I am sorry. I apologize. I apologize. I'm very sorry. Yeah, I apologize. Then mute yourself. I personally like Malik. He knows I like him and he likes me too. I know that he likes me. Okay? Habibi. So. Okay. So. What okay. I'm saying so is. We have a chain of narration, right? Yeah. And okay. Imam. And we know that Imam Ali's. That is, how do I don't know the translation for this word. Who are the people in the chain? Let us begin with that. So you are reading the riwayat, the Quran on Hafs, riwayat Hafs. Okay, beautiful. Yeah. And we know that. Yeah. We know that he did learn from Imam Ali alayhi salam. Who? Abu Abd al-Rahman.
Give me he didn't learn from Imam Ali because he was Imam Ali was his master. Who is give me the full name, please. Because I want to know if you no, I'm not look, for everybody to learn because this is very important. Habibi. Let me tell you why, bro, because we don't have always, I don't have the luxury to talk to Muslims who are knowledgeable or courage enough to talk to me about this topic. I've challenged imams, imagine, bro, Sunni imams, shiuch, to debate me about the qira'at and the ahruf. Not one in the last 20 years dare to come up and debate me about it. Ask yourself why. Okay, Rob, if you want, then let me ask you. If you want, we can have a debate. I will bring you knowledgeable discussion. Shias. Yeah. Wait a second. I will bring the most knowledgeable Shias to debate with you. They are open for a debate. You are saying, you did say you did challenge 20 years people. Yes. Okay, and they did not come. I'm talking about bring you. I never. Yeah. Wait a second. Now you are talking with a Shia. Yeah. And I am telling you. Let me tell you my position. If you want, I will bring you Shias. بس دقيقة حبيب بس دقيقة. Let me tell you my position. I never cared about debating Shia about the preservation of the Quran, and I have my reasons why. Okay, I have my personal reasons why. I don't need to give everything in public. Everybody has his personal ideas, personal choices. So I've always challenged the Sunnis about the preservation of the Quran. Not one student of knowledge, not one sheikh or imam dares to step up to debate me. So you should ask yourself why. Is it because maybe I have big teeth? I don't know. Maybe I'm scary. I don't know. I don't really know what is so scary of you. I don't know. If I look in the mirror, sometimes I get scared of myself in the morning. So yeah, go figure. So I don't maybe you didn't get enough sleep, but it could be the reason. Maybe that's the reason. But look, like I said, the challenge is still open. Yeah. I would like you to have a debate with some Shias, not with me. Mm-hmm. I am still learning. Okay, Rob. Okay. If you really want to have a debate where everyone gains something from it, we can organize it tomorrow if you want. No, I'm not interested in debating Shia about the Quranic preservation. I'm interested in debate Sunnis about the Quranic preservation. Because you know why, bro? For me, it's a waste of time to debate Shia about the Quranic preservation. Because you know why? Because I already got the answer. I know. That we believe in tahrif, you mean? Yeah. Okay, what if we can prove to you the different thing? You can. What do you mean? Would you like to debate with us about the tahrif of the Quran and the Bible? Brother, no problem. We can debate. No problem. Wait a second. Not with me. Don't get me wrong. Malik, I'm going to be honest with you. I told you why I don't like to debate Shia about the Quranic preservation. Because in the end, you'll throw the Quran of Hafs under the bus. Been there, done that. I've done it before. Been there, done that. And got myself. Please, Rob, I have one thing to say. Küss dein Herz. Claudio wants to say something quick, and then you guys can continue, yeah? Okay, let him speak, and then I will speak with Rob, okay? This is why, Malik, I don't want to talk to you about this, you know, that's why. To be honest with you. I'm honest. Yeah. Let him just speak and then we can continue. Gottes Segen. Malik, weil ich habe eine ganz, ganz wichtige Frage, also auch eine ernste Frage. Ist schon mal gut, dass du das Buch da vorliegen hast. Bei euch ist es ja auch so, dass Isa ja am Kreuz nicht gestorben ist, sondern allein gerettet hat und den Pogrom hat, richtig? Willst du jetzt ein neues Thema öffnen? Nein. Ich will was fragen, was Ernstes. Ich weiß ja nicht mal, was es ging. Ich kann nicht so gut Englisch.
Schau mal, wenn du jetzt ein neues Thema aufmachen willst, dann müssen wir wieder darüber debattieren. Das war doch das. Nein, das ist doch keine Debatte. Schau mal. Das ist doch eine normale Frage. Ich habe dich debattiert auch gar nicht. Wenn du mich fragst, ja, sage ich, Jesus am Kreuz gestorben, hat drei Tage wieder aufgestanden. Schau mal, ja Habibi. Hier sind drei, vier Christen reingekommen und haben mir verschiedene Fragen gestellt. So, und ich sage zu dir, du stellst mir jetzt die fünfte Frage. So, ich möchte eigentlich die ganze Zeit, ich habe keinen Bock mehr. Ich dachte mir, Khalas, ich beantworte diese Frage. Okay, Claudio, lass den erstmal fertig sein, wenn die fertig sind. Lass mich kurz mit Rob reden. Okay. Ob wir jetzt darüber reden, über den Koran, oder ob wir jetzt das ob wir eine richtige Debatte draus machen über den Tahrif, über den Koran. Okay, dann rede mit Christian. Rede mit Christian. Ah, gut. Okay, Rob. So you are basically saying you are convinced that we Shias have to believe in Tahrif because of the things you retreat. Because of the Sunnis, because the amount of proof that I have in my possession, bro, I will make any Shia say, yes, the Quran is Muharram. From our books. Whatever you like, bro. Oh, okay, if you can really prove it, then I challenge you, Rob Christian. Me as a Shia, I challenge you to debate the biggest Shia and to prove it to us. I challenge you. Then you have to leave Islam, my brother. No. I challenge you to debate the biggest Shia. Do you even know who Rob Christian is? I know who Rob Christian is. Okay, so are you sure you want to debate him? No, not me, but I will bring him the biggest Shia and we will see if he is. But why don't you want to debate him? Because I am not the most knowledgeable. I'm not going to debate him. I don't want to. Because if I. Look. Malik doesn't have the knowledge that I have, so it's not fair. Okay, it's not fair. You are flexing with that, huh? No, it's not flexing, it's just... Habibi, it's no problem. Okay? But I will challenge you. Do you accept the... really, because that is... I have to laugh if you say that you can prove to me that the Quran... That you can prove me the tahrif of the Quran, okay? If you really can prove it, then I challenge you. I challenge you to bring me anything. No, bro, you don't want to do that. Come on. Me? So why don't you want? It sounds like you are bluffing, man. Really? My brother, you're speaking to Rob Christian. when guys, question to the chest. When have you ever seen me bluff before? I don't know. Have you ever seen me like bluff before in the last 20 years? How long do you know me, Malik? How long have you been watching my videos? I don't know. 1 year? 1 year only? Yeah, 1 year. Okay. So, Rob. Yes. Would you like or not to debate with Shia about this? Okay, Rob, you know what? You know what, Rob? Just accept it. They want to get beaten down, accept it. No, beaten I down. Already embarrassed, to be honest with you. Let me tell you something. Yeah, Habib. I'm not interested. Honest answer, I'm not interested to debate Shia Muslims. Honest, you know why? Because you know what I did to three of your top brothers. Man, this was just... Look, this debate was just... Habibi. Host, everybody. I once debated three Shia at the same time. Not one, not two, but three. Yeah, and they came with three strong and I was alone, okay? Alone, okay? You did just debate about, with Zoro, with Abbas. Yeah, okay, Kakashi. These are not jokers, right? In Shia. Okay, not, I do not, ask not you. Small people, right? They okay, big. Okay, then. They are big debaters. Okay, okay. You admit? Okay. They are big debaters, but they did have bad hearts. Can you be honest? What did I do to them? Be honest.
Habibi, Habibi, what you did do is that you did proof, okay, that there is no inqita, okay, there is no disconnection in the chain. But that is the only thing, okay, if we would have debated about Shia books, yeah. Basically, I'm honest, I did never see you debate with a Shia, with Shia books, okay? Because I'm not interested, that's why. It's not because you are not interested. And yeah. You know and why? Look. You know why? Why? Because again, why? Because you now, you are forced to be peaceful, unlike the Sunnis. Sunnis are big. They are 90%. We can, I can be peaceful and I can debate. I know, and, I know. We can debate but with see, you. When Shia becomes stronger, I'll come after you. Well, but the problem with Sunnis is when I debate them, they get very angry. Oh my God, they get super Flexa, angry. I don't know debate. Why. You don't oh, even, come on. You, I did. Come on. Don't no, stop don't, talking, man. You knocked yourself know, out today 20 times, man. We have three. Okay, please tell me. I have a second. Malik. Wait, Rob, 1 second. Everyone here knows, Malik, you knocked yourself out over 20 times today. No, please, you didn't even, please. Oh, please. Habibi, you didn't even know the difference in ta'wil and tanzil, okay? That's the first thing. So we were not even talking say, about that. Oh, my God. Yeah, oh, my God. Yeah. Well, please, don't interrupt me. Rob. I have another option. Another option. Okay, I will hear. I know that Hamdi is listening. Hamdi, come up, Hamdi. Debate me instead of Malik. Hamdi! Oh! No, Hamdi, come. Yalla, Hamdi. Hamdi, debate me Hamdi. About Quranic preservation. Yalla, Hamdi. Yalla, Hamdi. Lass mich ausreden. But Rob, I'm telling you, I want Yalla, you to debate with Shias. No, Hamdi is here. Hamdi, come on. Hamdi. But Rob, you should know the rule that we Shia throw everything away that goes against the Quran. You should know that. Wait, so Malik, I think say, Hamdi had angst. Hamdi scared. Hamdi had angst, Hamdi. Okay, Habibi, angst, Habibi, angst. Lass mich doch kurz mit Rob reden. Look, Rob, yeah, but Hamdi soll how can you say, you can prove to me that that I have to believe in the tahrif of the Quran if you debate me, if I deny everything that goes against the Quran? You know why, bro? Why? First of all, people know me. I never lost a debate, honest. I never lost a debate. Because you just debated That's Sunnis. It. That's nothing what surprised okay. me. No, Shia, I've debated Shia before. I did never seen it on your channel, just this Yeah, but have you seen Shias. All my live shows? I have more than 300 live shows, bro. Have you seen them all? No, I did search on Shia versus Rob Christian. I didn't find anything. Yeah, because I don't download my own videos and cut them in pieces. That's what other people do, you know, but I have debated Shia in the past. You can't say I never debated Shia. Rob, do you know this guy, this Ali? No. Yeah, I know him. Oh, okay. His name is Jafar. I know him. Okay, all right. But look. So you want debates, Shias? I'm not interested. For me personally, I'm honest. It's a waste of time for me to debate Shia. A waste Shia, of time. Yeah, to debate Shia on Quranic preservation. It's a waste of time. I want Sunnis, to be honest with you. Okay. Yeah. So I want the Sunnis, and I during the debate people will understand why I only debate Sunnis about Quranic preservation. But you should but know that so this is you why know Christian Hamdi, Prince, right? I want Hamdi to come up. Hamdi, come here. Hamdi. Yalla, you baba, know Christian Prince, right? Warte, Malik, bitte warte kurz, Malik. Hamdi, if you are here, come up, prove that you can debate in Arabic language with Rob Christian. Yalla, Habibi, Aziz, come. Or any Sunni Muslim who claims to be a student of knowledge or sheikh. Anyone, I don't care. Yalla, Rob, Aziz. One second. Rob. Yeah. Do you know Christian Prince? Only a little bit.
Only a little bit, okay. Yeah, I know him only for 15 years, only. It's not long. Okay, only for that time. Yeah, no, we had live streams together. We had awesome conversations. So I know him. Yeah, I know him very good. Okay, okay. He did have a debate with the biggest Shia Sheikh, and he did. Was heißt, er hat sich blamiert, Flex auf Englisch. Okay, He did, oh he Gott. Did, I did laugh when I saw his arguments against, for the tahrif of the Quran. It was embarrassed, fun. Embarrassed. It Sorry. Was a blame. I did laugh my ass up. Habibi, I'm not Christian Prince. Okay, so you are claiming that you are better than him if you bring. I'm not like that. I'm not like that. I'm not going to say about myself I'm good. So you are better than him in this topic. No, I can't. I can't say that. I will never say that. I will not even say it about me being better than anybody here. By the way, Rob, do you know that Ahmad, ex-Muslim, wants to debate Hamdi, and Hamdi is running away for months? Do you know it, Rob? Brother, Hamdi is running from me for 7 months. 7 months. It's insane. Look, 7 months. They're all running away from you guys. Why, Rob? Tell me, what is the problem? Why are they running away from you guys? Because Arabic-speaking Christians are the most dangerous people out there. They have big teeth. Allah. Flex, I did say to you, no maskara. That's the first thing. Bala mazak. Anjadi khafu. اخواتنا بالتوحيد السنيه البكريه يخافوا مننا صراحه كثير يخافوا ايه بعرف 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 بعرفهم بعرفوا كمان لبابلون وهيك ما في واحد سالته كمان ما في واحد خلي اقول لك مالك انا يعني المسلمين السنيين خبيز ايدي وعجين ايدي عرفت not one is man enough Even Aisha, Ayusha, Al-Da'usha is more man than any Sunni man out there. I'm saying it as it is. Okay, okay. Umm al-Murda'in, la'anat Allah alayha. She's more man, she has a bigger mustache than any Sunni Muslim. Honest. Look, so you are trying to provoke But Hamdi also it's not true. It should come up. Yeah. Look, but also, it's not true that Christian Prince has embarrassed himself. I don't believe in that, man. He did it. Watch the debate on YouTube. I don't believe it. You find it on Al Batul, 2009. Listen, I didn't watch it. I can't speak. I can't call anything. I will send it to you and watch it. Okay. Sure, yes, do it. Send it. Okay, because it's a funny debate. I did. If you are the same level as him, then you are weak. I will tell you that. Man, oh my gosh! Oh, show me the video. That are the same arguments from the Wahhabiya against us. Habibi, listen. I'm not Christian Prince. I'm not his student. I never was his student. I didn't say you are his student. Okay, so you can say. And I didn't watch the video. I didn't watch the video, so I can't say anything about it. So. Okay. Khair, inshallah. Halla. So you are saying you are not interested. So it's for me. I'm saying why I say to you, I'm not interested because for me it's a waste of time. I want the Sunnis, because the Sunnis are the ones who are claiming that they collected the Quran. The Quran is Uthmanic, okay? So I want the Sunnis who have been safeguarding the Quran with their own hands and lives. So I want the Sunnis to come up, not Shia. Okay, so why did you challenge me? But the problem is Sunnis. Sunnis are scared here. Just a second. Yeah. Did you hear me challenge him for a debate? Did I say Not challenge me. I didn't mean. I said want to speak with me about that. Yeah, I said I want to have a conversation with you about it. Conversation. Yeah, you can call it like that. So would you like a conversation with the other Shia? Brother, if it's a debate, it's going. But I'm not interested. I tell you, I'm not interested. You know what that means? I'm not interested. very good. So I want Sunnis. That's it. I want Sunnis.
Rob, I think they're scared, man. You're here. They know that the master is here, so they're scared. They are not so, gonna come up. So for the people, can you imagine we're talking for 30 minutes. Not one Sunni comes up to defend this Quran. Unbelievable. Look, I will just say one thing. If really the Sunnis are afraid of Rob Christian, I will say it. I am not afraid. Subhanallah. And no one, I will bring you any Shia and he is not afraid of Rob Christian. Okay? Because we can, because if we have the biggest Shia here and the biggest, bro, I don't know, Christian, I don't know if there's someone better than you. Let me tell you about Shia and Sunnis. I believe the smallest Shia can destroy us, the biggest Sunni. It's not I know it. Sunni Islam is a joke, I tell you. It is really a joke, okay? But look, you know, they build their religion, Sunni Islam, they build their religion on quicksand. You know what quicksand is? Like a house, you build house on quicksand. What will happen to the house? Okay, yeah. Yeah. Shia, I believe, if you ask my honest question, I believe Shia are the real Muslims, not the Sunnis. You know why? Because why? Sunnis embarrass Muhammad. Shia don't. I know. Do you understand that? I know, Habib. They embarrass. Yeah, I know it. They embarrass the family of Muhammad. They embarrass Muhammad. What's left? I know, Akhi, Habib. But I know you're trying to provoke Hamdi. Hamdi. Don't Hamdi, tell him, bro. Ich weiß nicht, ob du hier drinne bist. Hamdi, come up. Hamdi. I know you're listening. Hamdi, come. Hamdi, wenn du hier drinne bist, Khairan Shah. The host will make a cup of tea or coffee for you. I promise you. And here, Malik have cookies for Hamdi. Cookies. No, Hamdi is seeing me like a kafir. I'm a kafir, okay. But khair inshallah, if you're not interested in a debate with us. I think Hamdi hates you more than me. Can you imagine? Yeah, but I can tell you the reason private, not here, because there are people listening. You know what, Malik? Do you want to continue the conversation or should we talk about something else? Other topic. Let's talk about something else, maybe. Khair, inshallah. I actually have to leave because I have to pray. Oh. Mm. Oh, okay. Khair, okay. Inshallah. Rob, you know. Rabbi kun ma'ak, Habibi. God bless you. See you. Have a nice day, Habibi. Habibi, inta kamen. Wala, Malik. And if you have a change of mind or anything, you have my account. Give me a private message. That you want to debate Shias. I want to debate Sunni because for me Sunni is easy target. It's chicken. Easy target. Okay, whatever. But if you really have a change of mind, please come to us because we are looking for people. Sure, maybe in for Christians, years, for Sunnis. If you conquer the Kaaba, if you Shia conquer the Kaaba, I will debate you. Then you have to wait for Imam al-Mahdi ajallahu faraja. Yeah, maybe he's here. I don't know. Khair inshallah. Khair, yalla. Tamam. Have a good day. You auch, Flex. Yalla. Ja, ich küsse dein Herz. Alles klar. Okay. Danke, dass du da warst. It looks like they are scared of you, Rob. It looks like, I don't know. Let me say it in German, Rob. One second. Also an die ganzen Muslime, wir können 5 Minuten oder 2 Minuten pro Person geben. Rob Christian möchte die Sunnis debattieren. Also schämt euch nicht, kommt hoch. Ne? Verteidigt mal euer Buch. Ne? Verteidigt mal euer Glaube. Das läuft hier sehr, sehr respektvoll ab. Keiner wird beleidigt. Das ist nicht die Intention. Kommt alle hoch, die Sunnis. Sunnis, where are you? Everyone is scared. What is wrong? This is not good. Sunnis, what is wrong? Oh, come on. 200 people and not one Sunni? Okay, the most of them, they don't want to debate in English, maybe. I mean, the last couple of... In Japanese. You want to do it in Japanese or can do it in Japanese?
Yeah. Oh, in Arabic, do we have a Sunni who speaks Arabic? Okay, this is weird that no one of them wants to come up. Okay, wait, I have someone who wants to come up. Tawid, where's Tawid? Also scared? Unbelievable, Christa, man. jetzt. Was kann man für dich tun? Hört man mich? Ja, wir hören dich. Alle haben Angst. Ah. Ja, also Alle haben Angst. ich habe den Rest jetzt so gar nicht mehr verstanden, weil Englisch ist jetzt nicht ganz so meins. Also so perfekt kann ich es nicht. Aber ja, der zum Schluss drin war, wie hieß der jetzt? Malik? Will ja nichts Falsches sagen, aber ja, der war schon ein bisschen nervig. Ja, was ich komisch finde, also irgendwie ist der Koran verschwunden. Dann wurden Blätter von einer Ziege gefressen. Also die Ja. Ziege hat ein paar Koranverse gefressen, ja. Ja, so. Und irgendwann Rob, kommt my raus, dass brother. der Dieter Bohlen alles geschrieben hat, oder Rob, who ate wie? the Koran? The goat, right? The goats ate the Koran, right? Yeah, the goat himself didn't want to understand. Wow, that's insane. So that means the Koran is not even finished. It's like, You know wow, who ate the insane. Quran? David Wood, the goat You. himself ate. You know David Wood? He ate the Quran. Wow, insane. Insane. Oh. You don't know David Wood? No. He's the friend of apostate prophet. He ate the Quran. So he ate the Quran, so it wasn't the goat. Yeah, both. Ibn Davud, David Davud, or who do you mean? Google David Wood. Google. David Wood is the goat. Ah, okay, it's the goat. Insane. Insane. David Wood. Oh my God. This is crazy. This is so crazy. Naja, eins wollte ich So halt noch sagen. how can they even believe in a book that was being eaten by a goat? I don't get it. Well, I'm not the Muslim. I don't know. This is so insane. Yeah. Ah. You know what the funny thing is? Let's say the Hadith, let's say if we have to go by the Sunni Muslims, okay? Let us say the Hadith is da'if, okay? The Hadith is not da'if, the Hadith is authentic. But let's say the Sunnis are right, the Hadith is da'if about the goat eating the Quran, the two ayahs. Now, here is a challenge to any Sunni Muslim. Any Sunni Muslim, show me the ayahs of the Quran that abrogated the ayahs of adult breastfeeding and stoning an adulteress. Adulterer. Wow. Is that a good challenge? That's a good challenge. So if they say that the goat did not eat the ayahs, then my counter argument is, my counter refutation is, or argument, if you claim that it's got abrogated, then show me the ayahs that abrogated these verses. Is that a fair? That's fair. I mean, I think in my opinion it's fair. Because Allah in two ayahs at least, Allah in the Quran says, if He wants to abrogate an ayah, He sends down another ayah that is similar to it or better one. So there should be an ayah in the Quran that abrogated these verses, right? Normally, So, yes. yeah, maybe the Sunni Muslims can answer this question. Aber was sehr, sehr seltsam ist, plötzlich keine Beleidigungen hier mehr. Was ist los, Muslime? Wo sind denn unsere Sunniten? My Sunnis, where are you? Okay, maybe we Yeah, have someone. instead of. Oh, we have someone. We have someone for you, Rob Christian. I'm going to mute myself. Oh, wow. Okay. Warte mal ganz kurz. Ich wollte nur mal kurz was kurz sagen.
Da muss ich direkt wieder los, weil ich hab, ich muss mit meiner Mutter essen gehen. My friend, do you speak English? Nah, he is not even about to debate. He just wants to say something, so I kicked him out. He's just, we have someone else here. Hold on, I think this guy. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum. Will you عندك هاتو? Can you speak German, my friend? No English. Do you speak English? Speak Arabic. Speak Arabic. I'm Turk. I can only read Arabic, but can't speak. Oh, can't speak. Do you have a bigger brother who knows English? No. Father? No. We have a brother. Algerian power is coming. Algerian power. I can't. Okay, no problem. Thank you that you were here, yeah? Danke schön, dass du da warst. Alles okay. So we take Algerian power. Algerian, pardon. Mm. Do you speak English, Habibi? Who, me? The Algerian guy. I don't know, he's not speaking. Algerian Power, stell noch mal eine Anfrage, ja? Come and defend your book, ja? Yalla, one Sunni Muslim, man. Just one. Yeah. One, nur ein, one. Why everyone is so silent? This is insane. Alle Sunniten sind auf einmal ruhig. Host, was ist los? I have a question, host. Did you by mistake fart? Maybe that could be the reason. You mean fart? Like this. Maybe that's no, I did not. Maybe. I don't know. Huh? Oh, I did not, my brother. I did not. Okay, so that's not the problem. Okay, so what is the problem of the Sunni not coming up? Because the problem is you have a name and they see in your debates, so they're scared. I can change my name, if that helps. I think you have to switch your name, yeah. Aman. Yalla ya Sunni Muslim, yalla, come. Aziz. Yalla. Flex? Oh man, yeah. Ja, Christa? Ja, also, ich muss ja mal sagen, am Anfang, ne, warst du ja ganz alleine und da waren ja wirklich nur Moslems drin, ne? Also du warst ja wirklich wie so eine kleine Sardine im Haifischbecken, ne? Ich muss sagen, alle Achtung, du hast dich echt tapfer geschlagen, das muss ich dir ja schon mal sagen, ne? Aber da hast also du ich ja wollte so das ja auch großen so. Mund, dass du ja immer irgendwas falsch zitierst und dann ist das von da falsch übersetzt und von hier und da. Jetzt hast du jemanden drinne, der dem gewachsen ist. Ja, und auf einmal siehe da, die schreien doch die ganze Zeit, hol jemanden hoch, der wissend ist, der sich auskennt und keine Ahnung, jetzt ist jemand da. Aber es gab ja nichts, was ich falsch zitiert habe. Nein, das wurde behauptet, das meine ich. Es wurde behauptet, ja, aber ansonsten von meiner Sicht aus habe ich nichts falsch zitiert. Nein, um Gottes Willen, das sage ich ja. Ich meine, das kam ja von der Gegenpartei, das wollte ich damit sagen. Aber jetzt ist ja jemand drinne, der sein Handwerk versteht, ja, wo sie also sitzt Albo, denn jetzt? Sonst Albo, sagen sie immer, Albo dass Boss. Du angeblich Schwache hoch bist. Ja, aber Albo Boss, ich kann dich auch alleine debattieren, wenn du möchtest, ja, du kannst, alle gehen stumm, Rob geht stumm, alle gehen stumm, Albo Boss, komm hoch, wenn ich ja keine Ahnung habe und stell mir eine biblische Frage, dann stelle ich dir nur eine einzige sunnitische Frage, wenn du ein Sunni bist, oder weißt du was, stell mir drei biblische Fragen, okay? Yalla, Albo Boss, komm hoch. Dann schauen wir mal, ob ich Wissen habe oder nicht. Albo Boss, komm hoch. Dann schauen wir mal, ob ich ein Wissen habe oder nicht. Albo Boss, komm hoch. Yalla Aziz, komm. Brother Flexer, tell him, if he comes up, everything that he says will be used against him. And I know. Yeah. Oh man, this is so beautiful. Also, die sagen, Flex hat kein Wissen, kommt hoch, stellt mir drei biblische Fragen. Yalla, Aziz. Let's go.
Ja, also ich lese wirklich jeden Tag und deswegen, ich merke mir viele Sachen. Ne? Albo Boss, come up, come up, come up. Yalla Aziz, come. Show me what you want. Ja? Let's go. They call me the student of Christian Prince. Come up, Mr. Albo Boss. Come, come. Do you know, guys, what the best food is to eat to gain knowledge about Islam? Tell me, brother. Harissa. You know what harissa is? What is that? That's what the Prophet used to eat. So I'm eating it a lot. Muhammad used to eat a lot of harissa. Okay. Or kofir. Okay. Yeah. And it helps, you know, and I also eat 7 ajwa, like Muhammad. But Muhammad that day, he forgot to eat 7 ashwa. That's why he was poisoned. And also black magic, he forgot that day to eat 7 ajwa. He was bewitched. Yeah, he forgot to eat 7 ajwa, bro. That's why. Yeah, insane. Muhammad said, why ajwa? Because Muhammad said, if you eat 7 ajwa in the morning, you'll be immune for black magic and poison. Yeah. So I think but still he was bewitched. He forgot. That's insane. He didn't follow his own sunnah. Yeah, insane. Albo, hold on, Rob Christian, one second. Albo Boss, du hast gesagt, ich habe kein Wissen in der Bibel. Yalla Aziz, komm hoch und stell mir drei christliche Fragen. Biblische Fragen, sorry, ich korrigiere mich nochmal. Komm schon, Albo Boss, yalla. Und ich stelle dir nur eine einzige sunnitische Frage. Yalla, Aziz, komm hoch. Komm hoch, Albo Boss. Wenn du schon so hochmütig bist, yalla, Aziz, komm hoch. Albo Boss, yalla, Aziz, komm. Du kannst mir drei Fragen stellen. Du hast keine Ahnung von deinem Glauben. Ja, okay, sehr schön geschrieben. Dann komm hoch und yalla, stell mir drei Fragen laut der Bibel. Dann schauen wir mal. Willst du von meiner erzählen? Nein. Du stellst mir drei christliche Fragen. Ja? Und dann. Und dann stelle ich dir nur eine Frage. Yalla, Albo Boss. Albo Boss, komm. I want to show you something. Again, what? I want to show you something, but I want your honest opinion. Hey, wait, I think someone is here. He wants to talk. I hope he's going to talk and not switch his topic. Okay. I have someone here. Ja, jetzt, da wedelt jetzt gar keine Palme hier vor lauter Freude, oder? Nein, keiner mehr, komischerweise. Brother, I think you forgot to say inshallah. Yeah. Like prophet. Rob Christian, you have to give me like three special questions that I have to ask Sunnis. And I'm going to translate it in German and try to give the perfect answer. So if you can text me, private message me, that would be amazing. Why private, bro? We can do it now. Yeah, I know. But if I want to debate, I need like three really, really hardcore special questions that I can ask a Sunni, you know? Ah. Yeah. Because in an Arabic way, I think it is better if you tell me so I can ask those questions, you know? Yeah, send me a message and sure. Okay, all right, my brother, all right. So it looks like there's no Sunni who wants to defend the Quran. Okay, that's embarrassing. That's really embarrassment. I made something and I want you to tell me what you think about it. Give me the big screen. Mm-hmm. Okay, I give you a big screen. Hold on. Actually, I made two things. Hold on. Here we go. Yeah. Honest opinion, because, you know, if you're not honest, I'm going to be angry. No, okay. I'm going to be angry. I'm going to be honest. Sorry. Yeah. Okay. What do you think of my art, Young?
Das ist Al-Burak. Al-Burak. Going to the NASA. You see NASA? He's going to the NASA. Sponsor, sponsor, okay? This happened. Burak, Burak. Okay? Das ist ja geil. Oh my goodness. You like it, huh? You like it. This is insane. This is insane. Oh my god. Yes, sir, Mota. An independent inquiry into child sexual abuse just published a damning report alleging that Cardinal Vincent Nicholls, who was the leader of the Catholic Church in England and Wales, repeatedly prioritized the reputation of the church over the welfare of child sex abuse victims. The 154-page report found that between 1970 and 2015, the church received more than 3,000 complaints of child sexual abuse from over 1,750 victims and complainants. Abuse was a continuing trend, not just a historical one, with more than 100 allegations of abuse being reported every year since 2016. In reference to historical accounts, the report uncovered the church's maneuvers to protect alleged perpetrators by shuffling them between different parishes while failing to support victims and survivors. It highlights the case of Father James Robinson, who was moved to another parish after complaints were made against him in the 1980s. After fleeing to the US, he was eventually extradited back to the UK and ultimately convicted in 2010 for 21 sexual offences against four boys and was sentenced to 21 years in prison. Once the pedophile priest! Between the ages of 11 and 15, they'd been abused hundreds of times by a priest. And after every instance, they were required... Ja, ja. Warte mal kurz, Bruder, jetzt Pablo. Rob, did you hear what happened? I think someone hacked into my TikTok. Yeah, I think there's a new glitch or something, and when you do a request kind of thing, they can... Krass, Alter. Ich dachte, das wäre... Yeah, I don't know. I don't know. Did they hacked into my TikTok, or did he glitch? I've seen it yesterday on a different live stream. I think it's a glitch. I don't know. Okay, but that's crazy. Yeah. Okay, Rob, give me a second. Pablo, jetzt. The guy was manifesting. He was acting like a demon. That's okay. Yeah, true. I agree with you. Ich dachte wirklich, das wäre ein Joke mit der Ziege. Und dann hat mich meine Frau auch zum Lachen gebracht. Sie meinte so... Eine Ziege hat ein Vers gegessen. Ich so, ja. Dann meint die so, hat die Ziege dann Salam Aleikum gemacht. Ich konnte nicht mehr. Ich habe mich gemacht. Ah ja. Aber das kann doch nicht ist so, sein. Ist so. Nein. Ja, doch, wie es aussieht, ist echt, ja. Echt? Ja. But let's speak in English, because Rob can understand, so that Rob can understand what we are talking about here. Someone said it was Allah who hacked it. Yeah. No, really, it sounded like a jinn was talking, actually. Seriously. Yeah. Well, that was like a jinn talking. Maybe it was Muhammad, I don't know. Muhammad, oh yeah. Yeah, well, oh, they started writing, you know the story. Insane. Oh. Okay. Pablo, his phone is ringing, so that's why I put him down. All right, so Priscilla, was können wir für dich tun? What can we do for you? Hi. Und zwar habe ich genau die gleiche Frage, die jemand in den Kommentaren geschrieben hat, und zwar Johannes. Was war das Nummer 4? Vers 12 war das, glaube ich. Mhm. Genau, könntest du da nochmal erläutern? Also... Du bist ja in der Beweispflicht, dann mache ich dich mal kurz groß, dann zeig uns das, show us the first, and let's go. Okay, Moment, muss ich erstmal. Yeah, no problem. Wie macht man das mit dem Kamera anmachen? Moment, ganz kurz. Ja.
Alright, I'm back here. Okay, so welcher Vers? Kann man das sehen? Und wir haben gesehen und also hier bei bezeugen. Ja, bezeugen. Geist bezeugen hat. Lies das mal bitte vor, weil ich sehe das nicht wegen die Kommentare. Kannst du es bitte vorlesen? Und bei 12 oder bei 14? Ist egal wo. Also ich lese einfach bei 12 nochmal. Okay. Also bei 12 steht, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir 14. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Mhm. Ja, na klar, das ist auch ganz normal. Wir haben ja den Sohn gesehen und nicht den Vater. Verstehst du? Denn er hat seine ganze Macht, er hat ja seine ganze Macht den Sohn übergeben. Verstehst du? Ach so, okay, wait, let me switch my. Von Gott selber, aber. Warte, ganz kurz. Hörst du mich jetzt wieder? Hörst du mich jetzt wieder? Hallo? Ja, ich höre. Ich glaube, dein Internet ist verdammt schlecht. Ja, jetzt. Bist du wieder da? Oh. Okay, Leute, hört ihr mich oder ist es ihr Internet? Ich glaube, das ist mein Internet, oder? Leute, hört ihr mich oder ist es ihr Internet? Ihr Internet. Dein Internet ist verdammt schlecht, Priscilia. Ah. Dein Internet ist verdammt. Your Internet is terrible. Ach, Internet, okay. Like, so okay, jetzt. Are you sitting in Cape Hira, like Muhammad? Hört ihr mich? One second, Rob. Just one second. Hallo? Okay, jetzt hören wir dich. Ja, jetzt hören wir dich. Ja. Also, das ist doch ganz normal. Es ist ganz einfach zu verstehen. Okay, es ist ganz einfach zu verstehen. Wir haben den Vater nicht gesehen, aber den Sohn, Okay, alles gut. Es ist doch ganz einfach zu verstehen. Er sandte ja den Sohn. Also haben wir ja nur den Sohn gesehen, aber nicht den Vater. Verstehst du jetzt? Also ist eine Verkörperung von Gott selber. Richtig, das ist der Sohn, Jesus. Das darfst du nicht vergessen. Guck mal, der Vater sandte ja den Sohn, okay? Er sandte ja den Sohn. Mhm. So. Somit haben wir ja den Vater nicht gesehen. Verstehst du jetzt, was ich meine? Weil keiner hat Gott gesehen. Aber würden wir Gott zu 100% verstehen, wäre er kein Gott. Das darfst du auch nicht vergessen. Das sind die Dreifaltigkeiten. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Mhm. Verstehst du das? Ja. Wenn ich dich jetzt frage, Priscilia, bestehst du aus drei? Bist du dreimal Priscilia oder bist du einmal Priscilia? Ich denke mal nur einmal. Genau, also Körper, Seele und was? Körper, Seele und? Ah, Geist. Richtig, nee, also bist du nur einmal Priscilia. Genau, das war's. Simple and easy to understand. Und so ist es mit dem Vater. Vater, Sohn, Heiliger Geist are one, sind eins. Das war's. Simple and easy. Das ist die Dreifaltigkeit. Das ist der Holy Ghost. Drei Komponenten, ganz einfach erklärt. Easy peasy. Okay, danke schön. Ich weiß, manchmal können wir Gott nicht verstehen. Ja, aber würden wir ihn zu 100% verstehen? Wäre er kein Gott. Und deswegen müssen wir das Evangelium lesen. Das ist der Wahnsinn. Das Evangelium ist wirklich, das ist eine Waffe. Dieses Buch ist eine Waffe. Ich sag dir, wie es ist. Es ist eine Waffe. Ist der Wahnsinn. Und das sind die Dreifaltigkeiten. Das darf man nicht vergessen. Körper, was rede ich da? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Genau. Okay. Genau. Easy. It's very easy to understand. Okay, aber du wirst sehen, wo er sich dann offenbart, wird es sehr, sehr interessant. Ja, ich lese da kommst du auch noch dazu. Erstmal das Neue Testament, also keine Ahnung, als mir das empfohlen wurde. Und dann erst das Alte.
Ist richtig. Das so richtig oder? Sollst du auch machen. Ja, das okay. Alte Testament, das Alte Testament ist das mosaische Gesetz. Ne, da geht es um das Haus Israel. Ich will jetzt nichts verraten, du sollst es einfach selber lesen. Und dann, wenn du etwas nicht verstehst, dann komm einfach hier rein. Und weil das, ich höre mir das wirklich die ganze Zeit an. Also beispielsweise, ich habe ein Hörbuch und deswegen weiß ich schon sehr, sehr viele Sachen. Okay, sehr gut. Ja, weil ich habe immer, hab immer so Fragen und weiß nie, wie, also bei wem ich immer, keine Ahnung, Komm zu uns. Das ist gar kein Problem. Komm zu uns hier hoch. Ja, ja, sehr cool. Danke euch. Weil, wie gesagt, ich habe ein Hörbuch, ich höre mir das die ganze Zeit an und deswegen habe ich dieses Evangelium verstanden. Das ist ganz einfach. Die Dreifaltigkeiten sind einfach zu verstehen. Mhm. Ja? Genau. Klar gibt es gewisse Dinge, die sind schwer zu verstehen, aber würden wir, wie gesagt, Gott zu 100% verstehen, wäre er kein Gott. Ne? Ja, stimmt. Genau. Aber es ist immer gut, auch selber zu lesen und mit Geduld. Du darfst nicht gleich alles so, weißt du, was ich meine? Mhm. Einfach mit Geduld. Genau. Okay. Einfach selber lesen und genau. Aber ansonsten, wenn die Brüder da sind, ne, dann kannst du immer wieder Fragen stellen. Dann tun wir unser Bestes, wenn wir es beantworten können, immer. Ne? Ja. Okay, sehr gut, sehr gut. Alles klar. Okay, dann würden wir weiter zum Thema. Priscilla, dann setze ich dich kurz runter und dann danke, dass du da warst. Ne? Ja, ich danke euch für die alles Aufklärung. Klar. Ja, kein Problem. Super. Also, ja. Okay. Gottes Segen. So, Sunnis, where are the Sunnis? Bero, du kannst eine Anfrage stellen, wenn du eine Frage hast, dann kommen wir euch hoch. Sunnis, where are the Sunnis? Are you scared? Rob Christian is waiting for you guys. Where are you? Oh my God. Where are the Sunnis? Are they scared to defend the Quran? It looks like the Sunnis are scared to defend the Quran. What is wrong? I think the Muslims are scared. Quran. Ja, wir bleiben mal bei der Liebe, ne? Also wie es aussieht, haben unsere muslimischen Brüder Angst. Ja? Rob, I have a challenger for you. Rob, I have a challenger for you. Barakatu, I have a challenger. I'm muting myself. Hey everyone. Hey Julius. I have a question, Rob. Yes. I accepted Jesus a few days ago. I have not. Yeah. I remember you. How are you, brother? I'm not so well because I had a bad dream, where okay. I dreamed about the resurrection day and the world is falling apart. Everything is on fire, and in my fear, because that's what I used, what I was taught my whole life, that before you die you say the Shahada, you don't go to hell. Yeah. So in this dream. I witnessed everything, the world burning and so on, I said the Shahada, and then I woke up, and when I woke up, I felt ashamed. I felt ashamed that I went back in this moment, and I felt ashamed that I'm so scared of hellfire, and I want to know what you think about this incident. Wow, that is a very strong testimony. Is that a dream that you had? Yes, I dream about. Wow. I dream about resurrection day many times. Wow, that's crazy. Okay, wow. Well, so now you are a Muslim again? I didn't catch it. Are you a Christian? What are you exactly? I hate Islam. I want to follow Jesus and only Jesus. But what Alhamdulillah Jesus. Alhamdulillah Jesus. Alhamdulillah. Yeah. So what's your position? You're scared, that's it, or what is it exactly? Everybody sees dreams. I see dreams every day, but that doesn't scare me. I don't know. I feel like
Muslims would say, Allah sent me this dream to bring me back to the right path. Muslims are telling you that Allah sent you a dream? So no, that you can Muslims go would say, Muslims would say, because Muslims interpret day of resurrection dreams like warning to become come back to the straight path and so on. But when I woke up, I felt ashamed because I remember why I left Islam. Why, brother? It's a dream. Things can happen. I mean, when I debate Muslims, sometimes I see them running with their legs between their, you know, with their tail between their legs. So, yeah, sometimes I dream about Muhammad dropping the soap and then black men jumping on his back. So, yeah, everybody has a dream. I think I know that hadith where he dropped something and I think inside the house and all the black people were like, you know, jumping on him and playing with him, actually. I know that hadith. Yeah, they took his virginity. Oh, wow. I that's saw that insane. In a dream. I'm not joking. I saw it in a dream. Wow, that's crazy. Crazy, crazy, crazy. But brother, you know what? Are you still... Do you have any doubts about if Allah is the real God? Be honest, Julius Muslim. I don't have doubt. I have fears. Fear for what? Fear that you do not. You don't need to fear because Jesus is the truth and the only way to heaven. So if you believe and if you release yourself and say, "I give my heart to Jesus," and I promise you, you will find happiness. Mm-hmm. This is what I can tell you, my brother. Well, I have made a very beautiful experience because sometimes I'm afraid because of my Islamic teachings that jinns are around me at night and trying to attack me. There's nothing called jinns. Brother, is a Zoroastrian. It's a Zoroastrian idea. It's not Islamic. I understand that. Yeah, but biblically speaking, what we do believe is that there are good angels and there are bad angels. The bad angels are the fallen angels who became demons. Yes, but in Islam, you don't have something called demons. You have jinns. Jinns are created from smokeless fire. And in Islam, angels are created from nur. So that... It's totally different religion. It's not Abrahamic. It has nothing to do with Abraham. So if you talk about jinns, that's like what you're experiencing is as if you just saw Aladdin, as if you saw Aladdin Disney movie with a genie in a bottle. So how can you be? In my opinion, I think you're getting attacked. I don't know how to say it, but I'll let Rob Christian talk. Sorry to interrupt you. Yeah, well, I think you guys underestimate the power of brainwashing for 30 years, you know. And that's what is, and that is what is scary. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه Someone is hacking. There's a hacker. Let me go out. There's a hacker here. Oh my God. Alter Scheiße, man. Das ist der Wahnsinn. Die drehen durch. Alle verlassen den Islam. Und deswegen die einzige Möglichkeit ist jetzt immer hacken. Alter, ich kann nicht mehr. Ah.
Mann, was? Alter, jetzt müssen die Moslems müssen jetzt hacken, weil alle Islam verlassen, ey, Wahnsinn. Die haben jetzt keine andere Chance mehr, jetzt müssen die versuchen, irgendwie zu hacken. Wahnsinn, ey, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ey, mein Stream wurde jetzt zweimal gehackt, Leute, Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Oh, ey, mein Tuch. Ich lade mal Rob Christian wieder ein. Guten Abend, Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber. Was kann ich denn für dich tun, mein Lieber? Ich hatte vor ein paar Tagen eine Diskussion mit einem Muslim und der hat mir eine Bibelstelle gezeigt. Da war ich ein bisschen geschockt, was da drin stand. Das ist, okay, von Hosea 13,16. Das steht, Samaria wird wüst werden, denn sie werden mit ihrem Gott ungehorsam. Denn sie sind ihrem Gott ungehorsam. Sie sollen durch Schwert fallen und ihre jungen Kinder zerschmettert und die schwangeren Weiber zerrissen werden. Redest du gerade von das mosaische Gesetz? Also Mose? Ich bin noch nicht beim Alten Testament, aber er hat mir das gezeigt. Ich bin noch neu im Glauben. Ist das vom Alten Testament? Ja, das ist Hosea. Das ist Altes Testament. Der Typ hat überhaupt gar keine Ahnung, Bruder Nick. Das Alte Testament, ja, wir wissen ganz genau, dass das mosaische Gesetz, als es kam, ja, das waren Regeln für das Haus Israel. Aber das Haus Israel hat was getan? Die haben Götzen gedient, haben weiterhin Sünden getan, die haben trotzdem Menschen umgebracht, etc. pp. Das heißt, du kannst mit Gott keine Gemeinschaft haben. Warum? Wenn du ins Paradies gehst, kannst du ja nicht mit Sünden zu Gott gehen. Richtig? Ja, das stimmt, ja. Genau. Also, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Leute, ihr müsst das Alte Testament richtig lesen, weil sonst kommen die und versuchen euch zu verarschen damit. Ich meine das ernst. Ihr müsst das Alte Testament lesen und verstehen. Ansonsten, die werden euch auseinandernehmen. Ja, ich bin noch neu im Glauben. Ich habe mich da ein bisschen belabern lassen von dem. Und, lass dich bloß nicht verwirren. Oh mein Gott, lass dich bloß nicht verwirren. Okay. Weil das sind Täuscher und der Satan verkleidet sich wie ein Engel und wie ein Licht und kommt und verführt. Deswegen, ich gebe dir eine gute Information. Hebräer Kapitel 10, Vers 29 und 30 erklärt das. Wenn du Gott mit den Füßen trittst, ist der Lohn für die Sünde der Tod. Das ist doch ganz klar. Und deswegen im Alten Testament, das Haus Israel hat gesündigt bis zum geht nicht mehr. Und deswegen kam ja das mosaische Gesetz. Und die haben es ja trotzdem nicht eingehalten. Und deswegen ist der Lohn für die Sünde der Tod. Lass dich bloß nicht von diesen Leuten verwirren, weil die lügen, wo es nur geht. Die ziehen die Sachen nur aus dem Kontext raus. Aber lesen nicht, um was es wirklich geht. Du musst da wirklich sehr vorsichtig sein, mein Lieber. Okay, ich verstehe. Also ist Hosea 13,16 einfach nur der Tod gemeint? Nur du musst das mosaische Gesetz... Wo bist du jetzt gerade? Liest du das Alte Testament gerade? Nein, ich bin noch nicht mal mit dem Neuen Testament durch. Ach so, ja, dann liest das Neue Testament erstmal fertig und dann liest das Alte Testament. Lass dich nicht belabern. Und das ist der Grund, warum wir was machen, warum wir diese Streams hier machen. Weißt du warum? Damit unsere Brüder und Geschwister nicht in die Irre gehen. Weil genau durch sowas, das ist genau das, was die erreichen wollen. Ja, das stimmt. Da muss ich dir recht geben. Ja, lass dich bloß nicht verwirren, Bruder Herz. Denn in ihrer Zunge ist die Lüge. In deren Zunge ist die Lüge. Jesus Christus war aber von Anfang an die Wahrheit. Lass dich nicht verwirren, Bruder Herz. Gut, werde ich nicht machen. Ich werde jetzt aufpassen. Sehr aufpassen. Und am besten geh gar nicht in deren Stream hoch. Wenn dein Wissen noch nicht so weit ist, ja, geh bloß nicht da hoch. Nein, das war kein Stream, das war über Instagram. Ich habe was kommentiert und einen Tag später hat mir so ein Muslim Bibelvers geschickt. Ja, die schicken immer nur die gleichen Verse. Lass dich bloß nicht verwirren. Lass dich nicht verwirren, Bruder Herz. Das Alte Testament, ich sag dir ganz ehrlich, das ist mehr als nur gerecht. Das heißt also, wenn Gott dir ein Gesetz schickt und sagt, hey, hör mal zu, mein Sohn, bitte befolge dieses Gesetz. Warum tust du mit deinen Füßen hinterhertreten? Warum?
Wenn dir der Herr schon ein Gesetz schickt und sagt, hey, hör mal zu, ich möchte mit dir eine Gemeinsamkeit haben im Himmelreich, ja, warum trittst du denn immer noch mit Füßen gegen mich? Das wollen wir nicht. Verstehst du? Genau, weil Gott will mit der Sünde keine Gemeinsamkeit haben im Paradies. Deswegen sandte er dieses mosaische, deswegen kam das mosaische Gesetz. Da musst du sehr vorsichtig sein, Bruder Herz. Okay, ich werde jetzt aufpassen. Wenn ich was nicht weiß, kann ich... Weil sobald du das Evangelium verstanden hast, ja, das Evangelium Gottes, die Trinität verstanden hast, gell? Du wirst niemals den Herrn Jesus Christus verlassen. Ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Weil die benutzen immer das Alte Testament und sagen, ah, guck mal, Kinder werden zerschmettert. Falsch, 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 falsch. Das Haus Israel hat hochaus gesündigt. Die haben das mosaische Gesetz gar nicht mehr eingehalten. Die haben gesündigt, die haben Götzen gedient, etc. pp. Es ist doch klar, dass Gott sagt, okay, gut, mit Sünde will ich gar keine Verbindung haben. Also ist der Lohn für die Sünde der Tod. Ganz einfach. Boom. Das stimmt. Fertig. Ja. Okay, Ansonsten hast du noch eine Frage? Eigentlich habe ich keine Frage mehr. Okay, alles klar. Wie kriegt ihr alle das nicht zu sündigen? Wie bitte? Wie kriegt ihr das hin, nicht so viel zu sündigen? Ich sündige jeden Tag und das geht mir ziemlich auf den Nerven. Ja, Bruderherz, wir sind nicht perfekt. Wir sündigen alle, Bruderherz. Wir sündigen alle. Wir sind alle Sündiger. Aber du musst versuchen, es zu reduzieren. Immer einen Tag besser sein. Komplett die Besten sein. Das ist schwierig, ich weiß. Aber wir müssen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Ansonsten, Bruder Herz, wenn du keine weiteren Fragen hast, dann würde ich dann mal weitermachen, ne? Weiter über das Evangelium sprechen. Mhm. Ja, ich bin raus. Danke dir, ne? Ja, kein Problem. Ja, ich küsse dein Herz, Bruder. Alles gut. Danke. Ciao, ciao. Gottes Segen. Jo, Gottes Segen. Ciao, ciao. Seht ihr, Leute? Und so müssen wir unsere Brüder und Geschwister helfen und unterstützen. Wenn einer unserer Brüder keine Ahnung hat, ja, oder sagen wir mal, gewisse Stellen nicht kennt, ja, und wenn wir sie kennen, dann müssen wir mit unseren Brüdern und Geschwistern darüber sprechen, bevor sie in die Irre gehen. Ne? Wir müssen sie beraten, wir müssen darüber sprechen. Das ist ganz wichtig, Leute. Das ist mega wichtig. Ja, weil er war sehr geschockt. Er war sehr geschockt, als man ihm diese Quelle gegeben hat. Ja, und deswegen gehen wir zu unseren Brüdern und sagen, hey, vorsichtig, das ist ein Täuscher. Das ist ein richtiger Täuscher. Und deswegen sind wir da. Deswegen sind wir hier und klären auf. Bevor unsere Brüder und Geschwister alle in die Irre gehen, deswegen sind wir da und klären auf, Leute. Ne? Ich küsse doch eure Herzen. Ich küsse doch eure Herzen, Leute. So, dann machen wir eins nach dem anderen. So, machen wir mal einen hoch. So. Hallo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum. Was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Jesus ist nicht Gott, widerleg mich. Aha. Woran legst du das denn fest, wenn ich dich fragen darf? Bruder, ich muss dir eine Sache aufklären. Ich bin's, Albanian Andy. Natürlich glaube ich, dass Jesus Gott ist. Okay, ich wollte schon sagen, ey. Weil ich war kurz davor, jetzt schon drei Sachen nur zu erwähnen, um zu gucken, ob du drauf reagierst. Aber okay, es passt. Geil, geil. Hätte ich mal gelassen, wäre lustiger geworden. Sorry, Bro. Ja. Aber ich glaube, daraufhin hättest du keine Antwort, weil die zweite, dritte Frage, die von mir kommen würde, die wäre kompletter Knockout, aber... Und du weißt, wir sind Christen, wir antworten wahrheitsgetreu. Richtig, Bruderherz, richtig. Ich hoffe, dir geht's gut. Bruder. Ja, natürlich, mir geht's immer gut, seit ich zum Herrn gefunden habe, Bruder. Mhm. Und ich wollte ein Kompliment machen, dass du das Alte Testament erwähnst, Bruder. Du weißt, ich spezialisiere mich zurzeit auf das Alte Testament und die Leute vernachlässigen es zu sehr. Dürfen wir nicht. Das Alte Testament ist sehr, sehr wichtig, weil genau das greifen ja die Muslime an, um unsere Glaubensbrüder und Geschwister zu verwirren. Und deswegen müsst ihr das Alte Testament lesen, Leute. Wer das nicht liest, Leute, da...
ihr geht in die Irre. Ich sage euch ganz ehrlich, ihr müsst das Alte Testament lesen. Weil wenn wir das verstanden haben, wenn wir das Alte Testament verstanden haben, Leute, hört gut zu, kann euch keiner in einer Debatte schlagen. Weil die greifen immer das Alte Testament an. Aber wenn wir das Alte Testament verstanden haben, Leute, ich sage euch ganz ehrlich, keiner kann euch widerlegen. Denn es ist ganz einfach. Einfach, easy peasy, Altes Testament, easy zu verstehen. Ne? Genau. Und ein paar, ja, Sheikh Albani. Und ein paar mahnende Worte an unsere Glaubensgeschwister. Ihr lest euch auch ganz gut durch, warum das Hause Israel so korrumpiert war. Sie haben Götzen angebetet, wie richtig. Moloch, Isabel, Beelzebub. Lest die Namen, merkt sie euch, recherchiert und liest, wofür sie standen. Richtig. Gottes Segen alle. Gottes Segen. Belham. Ey, Aquanusho, sag mal, wo bist du, Mann? Hosea 13 ist eine Dings. Metaphorische Darstellung. Was passiert mit das Volk Samira? Das ist kein Befehl von Gott. Das ist eine metaphorische Prophezeiung. Was passiert mit das Volk Samira? Das Volk Samira ist zum Göttendings rübergewechselt. Ne? Und das, Gott hat das Volk gewarnt. Und die Assyrer werden das Volk Samira angreifen. Und die werden diese schlimmen Taten machen. Und das ist eine Prophezeiung. Enye, mosaische Gesetz. Redest du nicht gerade von... warte mal. Oh, scheiße, meine Batterie. Von Hosea 13. Von diesem Typen, Hosea 13. Der eben gerade hier drin war. Der das gefragt hat. Das meinst du. Das ist eine historische Weissagung, die in der Zukunft passieren wird. Also ist das schon passiert, ne? als das Volk Assyrer die Samira angegriffen haben. Okay, der hat sie nicht speziell jetzt gesagt, was er, okay, egal, Hauptsache er hat die Antwort bekommen, weil das mosaische Gesetz greifen die Muslime sehr, sehr oft an, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Und eigentlich nicht alle sind Tötungsbefehle, es gibt manche, das ist eine metaphorische Weissagung auf ein Volk, zum Beispiel das Volk Babylon. Ja. Ja und so, ja. Ich sag doch mal, man muss einen Kontext lesen, aber die meisten Christen lesen das Alte Testament nicht, weil die müssen das kennen. Weil es gibt Muslime, ja, eigentlich schon. Richtig. Und der Grund für diese Befehle von Gott war nicht Zorn in dem Sinne, sondern Gerechtigkeit. Wisst ihr, was sie gemacht haben bei Moloch? Sie haben Kinder geopfert. Deswegen, ja. Auf einer Gusseisenfigur und auf die Hand heiß gemacht. Richtig heiß gemacht und die Kinder draufgelegt, wie ihr Beine gelegt und die müssen bestraft werden. Absolut. Ja, absolut. Deswegen, ich finde das auch richtig so. Ich meine, um Himmels Willen. Ich meine, Gott ist gerecht, ne? Aber er kann nicht gleichzeitig barmherzig sein bei so einer Sache. Ich meine, um das einfach zu verstehen, Gott kann mit der Sünde keine Gemeinsamkeit haben, Leute. Ne? Deswegen, Leute, kehrt um. Die den Herrn Jesus Christus nicht angenommen haben, Leute, kehrt um, ne? Damit ihr gerettet seid. Ist ganz, ganz wichtig. Deswegen reden wir darüber. Ja? Ich küsse eure Herzen, aber wir müssen über das Evangelium sprechen, Leute. Ne? Wir müssen über das Evangelium sprechen. Und wir müssen auch über das Alte Testament sprechen. Wie gesagt, weil die Muslime greifen sehr, sehr gerne das Alte Testament an und denken, dass gewisse Leute von uns das nicht verstanden haben. Aber wir verstehen es. Ne? Und deswegen reden wir drüber. Ja, Leute. Ansonsten, ich küsse doch eure Herzen. Leute, ich küsse doch eure Herzen. Ist ziemlich ruhig jetzt. Leute, wisst ihr, was das eigentlich ist? Das würde mich sehr gerne interessieren. Ich wurde jetzt zweimal gehackt, dass jemand Musik in meinem Stream abspielt. Weiß einer eigentlich, was das ist, woran das liegen könnte? Das ist sehr seltsam. Das sind Hacker, die deine IP geknackt haben. Ich weiß nicht, hast du VPN? Ich habe jetzt eingeschaltet, ja. Ah, gut. Immer anmachen vorher, dann bist du vor sowas gefeit. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weil das ist ja sehr seltsam. Ich meine, ich habe jetzt sowieso eine andere VPN. Das passt. Ja, sehr gut. Ich habe auch gedacht, wir sind Exorzismus oder so hier. Ja. Das war der Shaitan. Shaitane. Oh Mann, Katastrophe. Ja gut, jetzt kann ja eh nichts passieren. Das passt. Genau.
Ist kein Alhamdulillah Muslim hier, der. Ist groß drin, ja, warte, Lukas 14, 26. Hey, aber im Ernst, wie können die eigentlich die IP knacken? Ich meine, bei TikTok ist das eigentlich geschützt, also die dürfen ja die IP gar nicht rausgeben, etc. Ja, pp. Oder irgendwelche Daten. Also ich hab, kennt ihr Ölmen? Ölmen? Ja, bei dem sind die öfter die Hacker, weil der macht so Free Israel und so und dann sind die öfter bei ihm und hacken den. Das geht wohl. Ja, aber ganz ehrlich, die Muslime sind mittlerweile so verzweifelt, die müssen schon christliche Missionare einhacken, weil viele den Islam verlassen. So sieht's aus, die sind neidisch. Alter! Die checken gar nicht, weißt du? Wir brauchen gar keine Propaganda machen. Jesus Christus ist der bekannteste Name auf der Welt. Ja, richtig. Und eines Tages wird ihn auch jeder annehmen. Bei mir hat das 35 Jahre lang gedauert, aber Jesus hat geklopft und mich nie aufgegeben. Ja, ist so. Wahnsinn, Leute, Wahnsinn. Das ist echt krass, ne? Wie die jetzt, die hacken jetzt sogar. Die müssen jetzt versuchen zu hacken, anders geht's nicht. Warum machst du wieder krass, Ding, Alter? Das ist krass. Nein, ich schlafe nicht. Ich? Ja. Oh, Bruder, wenn ich die Sunnis wieder angreife, dann ist ja komplette Endgame-Zerstörung. Deswegen, ich mache ein bisschen Pause damit, aber heute Abend reden wir ein bisschen mehr über unsere jesidischen Brüder und Geschwister, weißt? Das unterdrückte Volk, darüber sprechen wir. Und genau. Aber ich glaube, ich mache ein bisschen Freestyle, mal schauen. Ja. Schauen wir mal. Solange das Wort Gottes verkündet wird, ist doch alles super. Richtig. Das ist auch das Ziel hier. Also gut, da ist jemand, der will hoch. Mal gucken, wer das ist. Ich weiß jetzt nicht. Schauen wir mal. Dropkick, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich küsse dein Herz. Hallo, Bruder in Adam. Ja. Wie es aussieht, dein Internet, Mister. Du musst nochmal eine Anfrage schicken. Dein Internet ist nicht so gut. Was ist los, Muslime? War Rebecca jetzt wirklich 3 Jahre alt oder nicht? Und wer ist der Heilige Geist? Ist der Heilige Geist Jibril? Was ist los, Muslime? Kommt hoch. 3 perfekte biblische Fragen für euch. Warum habt ihr Angst? Das ist ganz normal. Ist Jesus Gott, ja oder nein? Ich weiß es nicht. Ist der Heilige Geist Jibril? Weiß ich auch nicht. War Rebecca wirklich 3 Jahre alt? Weiß ich auch nicht. Was ist los, Muslime? Kommt hoch. Lasst uns einen schönen Dialog führen. Auf einer sehr respektvollen Art. Ja? Schämt euch nicht. Kommt hoch. Today you get Banana Congo Jackson. Algeria Power and you get my Blackie. My Blackie. Hört man mich? Ja, man hört dich. Man hört dich. Bruder, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich glaube, derjenige, der mich gehackt hat, war Algerian Power. Ja, Algeria Power war das. Lass immer keinen Quatsch erzählen mit IP oder so. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass dein Passwort zu einfach ist. Dann änder das und guck, dass du das nirgendwo notiert hast. Ansonsten sind die TikTok-Server safe. Da brauchst du eigentlich keine Sorgen machen. Nur dein Passwort ist okay. Gibt's hier so eine, so eine 2FA? Gibt's hier sowas auf TikTok? Weiß das jemand? So 2-Faktor? Sollte ja, geben, ja. Sollte. Ja, dann bist du eigentlich schon safe. Machst du in den Privatsphäre-Einstellungen. Ja, das musst du auf jeden Fall aktivieren, falls du noch nicht hast. Okay, also Leute, wo muss ich das einstellen? Bei wo? Account und dann Privatsphäre. Okay, also Leute, ich küsse eure Herzen. Ich gehe kurz raus. Ich mache jetzt das 2FA und bin später wieder da, Leute. Okay? Mach's gut. Seid mir bitte nicht böse. Weil das Ding ist, mein Account ist wirklich sehr, sehr wichtig für die Aufklärung hier. Absolut. Und deswegen, ich mache das kurz, bevor irgendein einer das hier knackt, muss ich das schnell machen. Ne, also Leute, ich küsse eure Herzen und bis später. Ne?
Also Leute, ciao, ciao. Gottes Segen.